Ich halte diesmal nicht recht viel Vorreden. Ich habe das schon länger nicht mehr gemacht, dass ich vor so viele Leute spreche. Das letzte Mal, glaube ich, vor 10 Jahren, 15 Jahren. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen mit Holofeeling auseinandergesetzt. Und ich muss jetzt erst einmal die Grundlagen, weil ich merke immer wieder, wenn ich mich unterhalte, fällen die wesentlichen Grundlagen. Was dasselbe ist, es ist kein Glaubenssystem, sondern es ist die Zusammenfassung aller Glaubenssysteme. Es ist sehr wichtig, dass ihr mir genau aufmerksam zuhört. Das ist nämlich, was ihr jetzt zu hören bekommt, ist das Wichtigste, was euer Leben bis jetzt geboten hat. Was euch im Weg steht, ist in erster Linie jetzt erst einmal, wenn ihr irgendeine Form von Arroganz habt oder ein Vorurteil habt, dann werdet ihr die abstürzen und ihr werdet leiden. Das heißt nicht, dass ich euch jetzt in irgendeiner Form drohe, sondern der erste Ausgangspunkt, das, was mir jetzt zuhört, ist dein Geist. Die Schwierigkeit besteht, dass in deiner Welt inklusive dir selbst keiner Mensch weiß, was ein Geist ist. Man spricht von Seele, man spricht von Gott. Und ich will euch jetzt genau erklären, was Geist ist. Aber zuerst einmal ist wichtig, du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst. Du bist der Einzige, der mich interessiert. Die Menschheit und die ganzen Menschen, die du dir ausdenkst, gehen mir in meiner gut fränkischen Art am Arsch vorbei. Klingt jetzt sehr hart und sehr lieblos, aber jetzt denkst du dir ganz einfach, du träumst jetzt, dann würde ich jetzt sagen, ich kann nur den Geist wach machen, der jetzt träumt. Und alle Figuren, die in einem Traum in Erscheinung treten, haben keine Überlebenschance. Spätestens, wenn du wach wirst, löst sich diese Menschheit inklusive der Welt, die du dir ausdenkst, auf. Diese Traumwelt. Das ist ein Faktum. Was jetzt Holofeeling, jetzt hast du mal von allen von dir bisher ausgedachten Glaubensgemeinschaften unterscheidet, ist, dass alles, was ich euch erzähle, sind reine Fakten. Und das ist natürlich schon so ein verschlissenes Wort, die Fakten. Ein Faktum heißt laut Wörterbuch ein hier und jetzt überprüfbares Ereignis und eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Das kommt aus dem lateinischen Fagere tun, machen, handeln. Eine Tatsache, die hier und jetzt überprüft werden kann. Alles, was ihr bisher mit eurer Logik als Fakten angesehen habt, alles, was euch irgendein religiöser Spinner, ein esoterischer Spinner oder allen voran die sogenannte Naturwissenschaft als Fakten verkauft, sind schlichtweg mit gesunden, wirklich gesunden Menschenverstand betrachtet, geistlose Hirngespinste, die aufgrund eines Fehlglaubens im eigenen Kopf verwirklicht werden. Ich werde es am Beispiel nicht mangeln lassen, darüber diskutiere ich nicht mit einem Trockenhausnaffen. Du hast bis jetzt, du Geist, der du mir jetzt zuhörst, hast bis jetzt geglaubt, du bist ein Trockennasenaffe. Das ist die wissenschaftliche Definition von Mensch. Könnt ihr in jedem Biologiebuch in Wikipedia nachschauen. Mensch ist ein Säugetier, ein sterbliches Säugetier, gehört zur Gattung der Primaten, genau genommen zur Gattung der Trockennasenaffen. Das heißt, wenn ich jetzt von einem Trockennasenaffen spreche, dann spreche ich von einer von dir ausgedachten Kreatur. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, das bist nicht du. Du bist der, der sich's ausdenkt. Darüber gibt's nichts zu diskutieren. Du bist ein Geist, der seine ständig wechselnden Informationen anschaut. Die kommen und gehen. Wo kommen die her und wo gehen die hin? Du bist eindeutig auch dann da, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Wenn du über irgendwas nachsinnierst, dir Gedanken machst, was koche ich heute Mittag? Da ist kein Hauch an Gedanke an den Kopf, an ein Gehirn oder sonst was. Du bist der Geist, der seine Informationen anschaut. Selbst mit deiner momentanen Logik, die du zum Denken benutzt, ist es ein Faktum, dass du erst dann was wahrnimmst, wenn es sich in deinem Kopf befindet, in deinem Gehirn. So drückt sich hier der Wissenschaftler aus. Im Anfang war das Gehirn und nachdem ein Gehirn eine gewisse Größe hat, beginnt der Mensch zu denken. Das ist ein Blödsinn. Zuerst ist einmal der Geist da, der sich dem Menschen und das Gehirn ausdenkt. Das heißt also, wenn du dich jetzt mit deiner normalen Logik betrachtest, sieht es so aus, der Udo, der jetzt in einer gewissen Entfernung vor euch zu stehen scheint, den nimmst du deshalb wahr, weil jetzt in diesem Moment angeblich irgendwelche Schallwellen aus dem Mund rauskommen, die zu euren Ohr hinfliegen, irgendwelche Lichtstrahlen reflektiert werden von so einer Hautoberfläche, die zu euren Augen hinfliegen und dann geht es über die Ohren und die Augen rein und erst wenn es in euren Gehirn drin ist, seht ihr das.
Das gilt übrigens für alle Sachen, aber dann gehen wir schnell her. Das hier, was jetzt die Marion angeblich spürt, das spürt sie, weil da ein Signal hochgeht und erst wenn es da drin ist, spürt ihr das. Das heißt, selbst die Naturwissenschaft schreibt euch vor, ich kann erst etwas sehen, wahrnehmen, wenn das in meinem Gehirn in Erscheinung tritt. Klingt sehr normal, ist aber vollkommen geistlos. Das Gehirn ist ein Symbol, wo sich keiner die Frage stellt, wer ist es, der sich das anschaut? Wer ist es, der sich das anschaut, was im Gehirn in Erscheinung tritt? Das Gehirn selbst, schaut sich das Gehirn selber an? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Gibt es dieses Gehirn überhaupt, wenn ich nicht an mein Gehirn denke? Das ist hundertprozentig sicher bewiesen. Es ist die ganze Angst, dein Körper, ich muss meinen Körper am Leben erhalten, weil wenn mein Körper nicht mehr da ist, gibt's mich ja nicht mehr. Das ist so unendlich geistlos nachgeplappertes materialistisches Geschwätz. Wenn du über irgendwas nachgrübelst und nicht an deinen Körper denkst, bist du doch trotzdem da. Du schaust deine Informationen an, auch wenn du nicht an deinen Körper denkst, und jetzt ist es das Geheimnis, ihr brecht in einem vor die göttlichen Gebote. Und da haben wir jetzt schon wieder so ein schönes Wort Gott. Ihr könnt euch jetzt so und so viele Leute ausdenken, sobald du das Wort Gott sagst, wirst du nicht mehr für voll genommen. Gehörst du zu den religiösen Spinnern? Hat jeder seine eigene Vorstellung von Gott? Macht dir kein Bild von Gott? Haben die offensichtlich nicht begriffen? Gehörst du zur Naturwissenschaft, dann bist du, sobald du nur das Wort Gott benutzt in irgendeiner Argumentation, bist du sowieso ein religiöser Spinner. Die Schwierigkeit ist wieder, dass keiner weiß, was Gott ist. Gott ist Geist. Ich habe gerade gesagt, ich unterhalte mich jetzt mit einem Geist. Das wollen wir noch genauer definieren und ihr werdet feststellen, alles, was ich euch jetzt erzähle, kann jedes 13-jährige Kind hier und jetzt sofort auf der Stelle de facto überprüfen. Wenn ich sage, wir reden nur von wirklichen Fakten, verwechseln das nicht mit den Fakten, die hier von Naturwissenschaftlern in den Zeitungen benutzt werden. Fakten, Fakten, Fakten. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Wenn ich sage, jedes 13-jährige Kind kann das überprüfen, dann drücke ich damit nur aus, dass der Intellekt eines normalen 13-jährigen ausreicht, um diesen Gedankengang, den wir jetzt eben gemeint haben. Ihr werdet euch wundern, wo ich euch hinführe. Es ist ein reiner Gedankengang. Lassen die Welt, die du bisher ausgedacht hast, vollkommen unangetastet, den Menschen, der du zu sein glaubst, der ist mir auch gleichzeitig. Er wird nämlich nicht überleben. Jetzt schon wieder, oh, er hat mir die Droht. Ich sag, pass auf, was ist ein Mensch? Wenn du dir einen Menschen ausdenkst, denkst du an ein Menschenleben. Ein Mensch ist ein komplettes Leben. Ein ganz eigenes Menschenleben. Was den Körper des Menschen anbelangt, der verändert sich innerhalb dieses durchlebten Lebens, vom Säugling bis zum Greis. Es ist ein Mensch. Also wie kleingäutig, irrsinnig müsst ihr sein, wenn ihr glaubt, dass euch irgendein Schulmediziner helfen kann. Der kennt ja nicht einmal den Unterschied zwischen einem Menschen und zwischen einer Person, zwischen einem Körper. Ein Körper, den du dir ausdenkst, ist nicht der Mensch. Das sind die Stufen, die ich in Holofeeling genau beschreibe. Ein Mensch, dieses Ich, dieses Ego, ist genau genommen nur ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Ich will euch zeigen, wie sich das bemerkbar macht. Jetzt einige Regeln vorneweg, die sehr wichtig sind, dass ihr mich wirklich versteht. Viele von euch kennen von mir das Beispiel, wenn du zu einem normalen Menschen sagst, zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen. Wirst du feststellen, wenn das einer noch nie gehört hat, wird er sofort spontan sagen, das geht nicht. Und jeder, der jetzt schmunzelt und weiß, wie es geht, der wird sich eingestehen, der hat es am Anfang auch nicht gewusst. Jeder. Man ist dann so gescheit, weil man dieses kleine Kunststückchen kennt. Und ich sage normalerweise, all deine persönlichen Probleme, die du zurzeit hast, plus die ganzen Probleme der Welt, die du dir jetzt ausdenkst, diese Probleme lassen sich so leicht lösen, so leicht, wie man ein Quadrat mit 3 Strichen zeichnet. Wenn du es nicht kennst, wie es geht, drehst du dich im Kreis und du sagst, es ist unmöglich, du versuchst es eher gar nicht, weil das ein totaler Blödsinn ist, ein Quadrat mit 3 Strichen zu zeichnen. Wenn du die Lösung siehst, zaubert sie dir ein Lächeln ins Gesicht. Das ist wie ein Heureka. Und jetzt, ich habe das jetzt ganz bewusst nochmal wiederholt, würde ich zu jemandem sagen, ich lege ein Blatt Papier hin und ich sage, zeichne eine Vase mit 3 Blumen.
oder zeichne eine Mutter mit 3 Kindern, wird jeder sofort anfangen, einfach Vase zeichnen, 1, 2, 3 Blumen. Mutter zeichnen, 1, 2, 3 Kinder. Jetzt nochmal, zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen. Das ist die Lösung. Was jetzt das eigentliche Geheimnis ist, und ich betone immer wieder meine Beispiele, es gibt tausende in den Büchern von mir, sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen eines sehr großen Komplexes, den ihr mit eurem Ameisenverstand euch zurzeit nicht vorstellen könnt. Was hier passiert, dieses Quadrat mit 3 Strichen, ich erkläre mit ganz einfachen deutschen Worten das, was ist. Und ihr kriegt, vorsichtig geschätzt, 90-99% von dem, was ich eigentlich sage, nicht mit, weil ihr an dieser Blindheit von dem Quadrat mit 3 Strichen leidet, weil ihr, ohne dass ihr euch dagegen wehrt könnt, selbstständig sofort interpretiert, so ein Blödsinn, so ein Krampf, das geht nicht, das gibt's nicht. Würdest du einfach nur auf das hören, was ich in ganz klaren deutschen Worten ausspreche, würdest du überhaupt keinen Widerstand spüren. Jetzt nochmal, ich sage zu einem Menschen, der das nicht kennt, zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen und dann stürzt er schon ab. Wenn ich jetzt sage, zeichne eine Vase mit 3 Strichen, das ist ja im Prinzip derselbe Satz, wir haben bloß die Bilder verändert, sagt er, kein Problem, da ist kein Hindernis. Es ist der reine Fluss der Gedanken. Und das macht's aus, dass jetzt, und jetzt muss ich etwas zeitlich werden, wenn ich mir jetzt hier ein Zeitfenster aufspanne, und das ist sehr wichtig, alles, was ihr jetzt wahrnehmt, sind eure Informationen. Eure ist Plural. Ich habe gerade gesagt, es gibt bloß einen einzigen Geist, der mir jetzt zuhört. Das ist immer hier so dieses berühmte in den Schriften, dieses UP86 El Hayom. Das ist das Wort, was in der Bibel mit Gott übersetzt wird. Um eins klar zu machen, der böse Bruder, den du dir jetzt ausdenkst, ist ein Gedanke von dir. Und ich meine es vollkommen ernst. Wenn du mich nicht denkst, gibt es mich in deiner Welt nicht. Du musst jetzt erst einmal klar machen, was Welt ist. Jeder von euch Geistesfunken ist eine kleine Facette von mir. Jeder von euch Geistesfunken erlebt eine komplett eigenständige Welt, lebt aber in dem Wahn, dass ihr meint, da außen gibt es bloß eine einzige Welt. Es gibt da außen bloß eine einzige Vergangenheit. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Wenn sie wach werden, dann siehst du die eine wirkliche Wirklichkeit. Das sind einfach so Weisheitssprüche aus Büchern, die alle schon mal gehört haben. Und ich habe jetzt leider hier, die Buben haben mit dem Beamer Schwierigkeiten, sonst wir schauen mal, wir kriegen einen anderen. Ihr werdet eventuell lachen, sage ich immer wieder, ihr werdet weinen, aber ihr seid nicht mehr dieselben, wenn ihr diesen Raum verlasst. Vorausgesetzt, ihr fangt an, mich zu verstehen. Und um euch das jetzt klar zu machen, ich gehe in moderne Beispiele rein, in Computerbeispiele. Holofeeling besteht aus 2 Ebenen. Die erste Ebene ist das, dass ich von Mensch zu Mensch einfach Lebensregeln gebe, die hundertprozentig funktionieren, wenn man sie einhält. Die findest du zuerst einmal in allen heiligen Schriften. Holofeeling ist jetzt zwar für euch sehr an das Christentum, das Judentum angelehnt. Ich sage immer wieder, wir können dasselbe Spiel im Koran machen. Ich werde euch das gern zeigen. Es steht im Koran nichts anderes drin. Es steht in den Upanishaden nichts anderes drin. In Bichenlu, in allen heiligen Schriften der Welt sind dieselben Gesetze, die werden nur etwas anders ausgedrückt. Ob ich jetzt zu euch sage, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, oder ich sage, Lügen haben kurze Beine, ich spreche eigentlich dasselbe. Was jetzt aber passiert, wenn ihr die Sprichwörter nicht kennt, werden diese Worte in euch Vorstellungen auslösen. Und diese Vorstellungen sind das Problem. Wer macht diese Vorstellungen? Das macht euer Ego. Ich habe gerade gesagt, das Ego ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Wie müsst ihr euch das vorstellen? Wir denken jetzt rein symbolisch, ein Geist wäre ein Computer. Und jetzt ist die Sache schon mit dem Geist. Geist als Ding an sich ist etwas, was man nicht denken kann. Weil Geist nämlich unzerstörbar ist. Gott ist unzerstörbar, weil er nichts ist. Und jetzt geht das Problem schon los. In dem Moment, wo ich nichts sage, an was denkst du bei dem Wort nichts? Ja, du denkst das Wort nichts. Nicht denkbar heißt, Geist kann sich selbst in keinster Weise in Erscheinung bringen. Machen wir ganz einfach, ich nehme immer diese schöne Metapher, immer. Die Dada beginnt ja mit diesem Bereshit Bara Elohim und dieses Elohim ist mit Gott übersetzt.
wobei das schon mal eine Fehlübersetzung ist, weil in jedem Wörterbuch steht El heißt Gott, da steht nicht El, sondern El Ha-Yom. Ha-Yom für sich alleine heißt das Meer und El heißt Gott. Das heißt eigentlich nicht Gott, sondern ich kann jetzt zum Beispiel übersetzen Gott, das Meer. Der Zahlenwert, wenn wir da Zahlen einsetzen, ist 86, so wie bei UP. Und darum schreibe ich immer UP 86 El Ha-Yom. Wir können auch El Ha-Yom lesen, dann heißt es die Beschwörung des Meeres oder zwei Beschwörungen. Das ist die Eigenart der hebräischen Schreibweise. Ich rede jetzt von der Urvatersprache. Das müsst ihr, beziehungsweise du musst es überhaupt nicht wissen. Du musst nämlich auch nicht wissen, wie ein Computer funktioniert, wenn du ins Internet gehst und dir ein Filmchen anschaust. Es reicht, wenn du weißt, wie man den einschaltet und wie man den bedient. Auf der Bedieneroberfläche. Wie das im tiefen Innern funktioniert, dass du mal von der Software bis hin zur Hardware, ist vollkommen uninteressant. Du musst doch nicht wissen, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert, wenn du in ein Auto mitfahren willst. Das sage ich immer, es reicht, wenn du dich reinsetzt. Wenn ein Fahrer da ist. Interessant ist natürlich, wenn man selber fahren kann. Aber du musst nicht wissen, wie ein Motor funktioniert, um selber Auto zu fahren. Wobei es natürlich interessant ist, wenn ich selber Auto fahren kann und weiß auch, was da unter der Motorhaube passiert. Das ist so die kindliche Neugier, das sind diese Stufen. Und jetzt ist es, wenn wir den Computer uns denken, ich nehme einen Computer, das ist ein Indivisionalbewusstsein symbolisch. Ich habe gerade gesagt, Geist ist immer das, was immer ist, wir können dazu auch ewig sagen, kann nicht in Erscheinung treten, weil alles, was in Erscheinung tritt, ist ja nur in dem Moment da, wo sich einer ausdenkt. Beziehungsweise, wo es einer anschaut. Wenn du der bist, der sich das anschaut, jetzt nochmal, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, das ist ein Gedanke, den du dir ausdenkst. Sobald du an was anders denkst, bist du immer noch derselbe Geist. Sobald ich jetzt das euch aber jetzt erzähle, ihr müsst mir gedanklich folgen, ist dieser Geist, der nicht denkbar ist, auch schon wieder was ausgedacht. Pass auf, ich mache mal ganz einfaches. Ich denke jetzt einmal an mich. Dieses Ich ist im Hintergrund und ich mache jetzt, ich denke an mich. An den Menschen, der ich bin. An was denkst du dann eigentlich? Dann wirst du feststellen, da ist noch kein Bild da. Erst wenn ich jetzt auf diese Ebene des Menschen runterrutsche, kann ich wieder sagen, ich, der Mensch, denke an mich. Und der Daumen steht jetzt für die momentane Körper, der du zu sein glaubst. Ich denke an mich. Ich beobachte mich. Genau genommen ist aber dieses Ich, das sich selbst beobachtet, von mir aus geschehen, schon wieder was Ausgedachtes. Du bist immer eins drüber. Und sobald ich mir jetzt dieses Ich denke, der sich denkt, das an sich denkt, muss, ist das auch schon wieder was Ausgedachtes. Das heißt, du wirst dich nie erreichen. Das ist ja simpel, wenn man das einmal ein paar hundert Mal durchgespielt hat. Und jetzt ist es drum, die einfache Metapher, wo die immer wieder hören werde. El Hayom, also Gott, ist im Meer, immer. Das ist das schöne IM, diese Buchstaben IM, hebräisch geschrieben, JM heißt Meer. Im Meer. Und aus dem, der immer ist, tauchen Gedankenwellen auf. Und jetzt ist natürlich so Kleinigkeiten, ich hätte jetzt schöne Filmchen gehabt dazu. Das ist der springende Punkt, wir machen fest einmal jetzt einen Gedanken, denkt da mal mit. Wir nehmen mal als Beispiel einfach mal die Marion. Wir denken uns jetzt die Marion aus. Wir ist ein Geist. Das ist rot geschrieben. Ist ein Singular. Dieser eine Geist, wir sind jetzt im Hintergrund. Ich nenne das immer Tierchenkuchen. Und wir denken uns jetzt die Marion aus. Diese Marion, die wir uns jetzt ausdenken, die hat ihre eigene Welt um sich herum. Wir sehen jetzt natürlich nur dieses Nahfeld, das da ist. Sie ist in unserem Kopf. Wir beginnen die Dora, Birashit Barayim, im Mitten. Das wird im Anfang übersetzt, heißt eigentlich auch, inmitten dieses Kopfes erschafft Gott das Meer. Das ist der träumende Geist. Aber jetzt haben wir natürlich eine Marion, die rumläuft in einer Welt, komplett die Welt, wie die Marion sich das halt ausdenkt. Und jetzt passt auf. Jetzt denken wir uns, die Marion legt sich hin und schläft ein. Marion ist jetzt Bezug auf diesen Körper, den wir beobachten. Die legt sich hin, der schläft ein, dann liegt die da. Und jetzt in deiner Logik, was du jetzt erst einmal dir klar erkennen, in dem Moment, wo die einschläft, verschwindet, wenn wir die Marion werden, verschwindet die Welt, in der sie vorher war. Und sie fängt zum Träumen an. Was heißt es, wenn ein Mensch träumt? Wenn ein Mensch träumt, dann hat er ständig wechselnde Bilder in seinem Kopf. Das heißt, für eine Welt, die du im Traum erlebst, gibt es für die Sachen, die du siehst, kein Vorher und Nachher. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen, das in die Gedankenwelt. Das ist übrigens die korrekte Übersetzung von dem Wort Evolution.
Ex-Feuerwehr herausrollen. Wenn deine Logik bei dem Wort Evolution an irgendeine riesen Zeitspanne von der Vergangenheit in die Zukunft denkt, konntest du dir nicht raussuchen, ist, weil du so programmiert bist. Das ist dein Glaube. Aber alles, was du bisher mein Glaube genannt hast, das ist etwas, was du dir vorfindest, dass du dir überhaupt nicht raussuchen konntest. Um eins klar zu machen, ihr kriegt von mir keinen neuen Glauben. Ich will euch in keinster Weise vorschlagen, was ihr glauben sollt und wo wir gar nicht drüber reden, was richtig und verkehrt ist, was gut und was böse ist und was stimmt. Das fällt bei Holofilien vollkommen weg. Ich erkläre euch, beziehungsweise dir Geist, jetzt, was du bist und wie du funktionierst. Und den ersten Preis, den du dafür zu bezahlen hast, das macht dich unheimlich allein. Es wird Angst auslösen. Verlustängste, dieses werde ich schon allein sein. Das ist der Preis, den du zu zahlen hast, wenn du im Bewusstsein aufsteigst. Das ist eine Hierarchie. Lässt deine ausgedachte Welt vollkommen unangetastet. Und jetzt wird ihr dann feststellen, die sehr angeblichen 10 Gebote in der Bibel. Ich bleibe jetzt nochmal nur in der standarddeutschen Übersetzung. Die Körben sagen ja hier, erstes, zweites Gebot, mach dir kein Bild von Gott. Mach dir kein Bild. In der Bibel steht es etwas genauer. Es ist genau, heißt es hier, mach dir kein Bild von El-Hayom. Das heißt, mach dir kein Bild von Gott im Meer. Ich sage, mach dir kein Bild von etwas, was im Meer, was immer ist. Weil sobald du dir ein Bild von was machst, ist es eine Gedankenwelle, die aus dem Moment auftaucht. Es ist immer was, was in dir auftauchen muss. Du Geist bist ewig. Ich erkläre dir hier in den nächsten 2 Tagen, die wir uns jetzt ausdenken, weil es keine Zukunft gibt. Das ist das Verrückte, das ewige Hier und Jetzt. Jeder Esoteriker kennt diesen Satz, das ewige Hier und Jetzt. Ich habe hier einen ganzen Stapel von kleinen Videos mit Einschnitten, wo man Vorträge vorher, wenn der nur hinhaut, von Physikern, von Vorlesungen, von Philosophievorlesungen, von Esoterikvorlesungen. Und nachdem ihr das verstanden habt, was ich euch jetzt erkläre, wenn ihr das wirklich verstanden habt, ihr werdet zwischen freudig erstaunt und entsetzt den Kopf schütteln mit gewissen Idioten hier um euch herum. Mit gewissen Idiotenwissen ihr konfrontiert werdet. Und jetzt ist es ganz wichtig, das klingt jetzt so unheimlich arrogant, was ich sage. Das Erste, was ihr euch hinter die Ohren schreiben müsst, wie man so schön sagt, ich werde niemals irgendjemanden, den ich mir ausdenke, vorwerfen, dass er so ist, wie ich ihn mir ausdenke. Ich nehme alle Schuld auf mich. Kennt ihr den Satz? Egal wer oder was von mir gedacht wird, er ist deshalb, weil ich ihn denke, er ist genauso, wie ich ihn denke, und wenn ich ihn nicht mehr denke, ist er nicht mehr. Das gilt jetzt für jeden von euch, die ihr glaubt, ihr seid Trockennasenaffen. Ich sage nochmal, dieser Trockennasenaffe, der du zu sein glaubst, hat null Überlebenschance. Ich öffne euch jetzt die Tür ins Himmelreich. Der Trockennasenaffe wird da nicht hinkommen, sondern der Geist, der mir zuhört. Das heißt, du musst, bevor du stirbst, musst du das begreifen. Und solange du das nicht begriffen hast, kannst du es nicht verstehen. Und wenn du es verstanden hast, ist es eh durch. Und die Drohung, die jetzt wie eine Drohung klingt, ist eigentlich gar keine Drohung, weil ihr werdet feststellen, das macht schon wieder euer Programm. Dieses zwanghafte Werke- und Interpretationsprogramm, das du dir nicht raussuchen konntest, und das führt uns zum Sinn, zum wirklichen Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist zuerst einmal, Mensch, erkenne dich selbst. Es gibt aber auch den schönen Satz, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das ist nicht zu verstehen, wenn man nicht weiß, dass in der Tora zum Beispiel, in der hebräischen Bibel, 2 verschiedene Wörter für Mensch gibt. Zum einen heißt Adam Mensch. Das ist der Mensch nach Gottes Ebenbild. Aus Gott. Das ist ein Geistwesen. Ich will jetzt keine Kindergarten-Einfachheiten hier nochmal reinpredigen. Lest einfach die Offenbarungsschriften, da kommt es in 100-fachen Versionen. Dieser Mensch ist ja männlich und weiblich, das heißt schlichtweg Denken und Ausgedachtes. Seger wie Nekaba, wirklich übersetzt, Seger heißt Gedenken. Nekaba heißt zwar ein unterirdischer Gang, ein Schacht. Das ist deine Traumwelt, in die du hineinziehst. Das ist das Weibliche, die Frau symbolisiert die Frau. Der Enosch oder Anosch, das ist jetzt die Schwierigkeit mit der Aussprache, die stimmen nämlich alle, da kann man noch andere Sachen auch dazu machen, weil das ist ja rein konsonant geschrieben. Das ist in jedem Wörterbuch, wenn du nachschaust, heißt auch Mensch, aber da steht in jedem Wörterbuch dabei ein sterbliches Säugetier, dasselbe ein sterbliches Tier, und dasselbe Wort heißt auch unheilbar krank und vergänglich.
Das heißt, das, was du zu sein glaubst, ist unheilbar krank, das wirst du auf Dauer nicht am Leben halten können. Was jetzt wieder so drohend klingt, ich sage immer wieder, denk dich jetzt einmal, ich rede jetzt mit einem Geist, der mit einem gewissen Programm arbeitet, denk dich einmal als 10-Jähriger. Wo war der jetzt die ganze Zeit, wenn du mir zugehört hast? Das heißt, den 10-jährigen Körper, den du dir jetzt ausdenkst, der ist jetzt durch meine Worte hier durch dich erschaffen worden. Wenn du nicht mehr an ihn denkst, ist er wieder weg. Jetzt denk an den jetzigen Körper. Wo war der jetzt, wo du aufmerksam zugehört hast? Weg. Das, was nicht weggehen kann, weil es immer ist, das ist das, was mich an dir interessiert. Und darum sage ich immer, du musst dein Leben nichts verändern, da mische ich mich nur ein. Das ist, komm mal zu mir, Udo, helf mir, was soll ich machen? Jetzt noch ich. Deine Prüfung, deine Aufgabe. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Und wenn du das verstanden hast, lösen sich die ganzen Schwierigkeiten und Probleme von selbst. Und es dauert in der Regel ein Menschenleben. Das Problem ist, dass es keine chronologische Zeit gibt. Darum hast du im Psalm 90, Vers 4 wahrlich, ich sage dir, 1000 Jahre sind wie ein Tag, ein Tag sind wie 1000 Jahre. Der Geist, der mir jetzt zuhört, ist unvergänglich, unzerstörbar. Das ist das, was du bist. Tatvam Asi heißt es in meinen Upanishaden. Das bist du. Wieso ist es unvergänglich und unzerstörbar? Weil es schon ein absolutes Nichts ist. Du bist etwas, was du nicht denken kannst. Egal, was du denkst, das ist ein Gedanke, den du dir ausdenkst und anschaust. Den kann ich also nicht drohen und den muss ich auch nicht wohin locken mit Versprechungen. Und das, was du zu sein glaubst, das überlebt so und so nicht. Das passiert ja schon innerhalb deines jetzigen, durchlebten, ausgedachten Lebens, dass du dich ständig verändert hast. Vom Säugling bis zu dem, der du jetzt zu sein glaubst. Und jetzt, wenn ich sage, ein Leben ist wie ein Buch und wir sagen, 100 Jahre Leben sind 100 Zeiten, dann ist halt einige von euch sind auf der Seite 31, die anderen sind auf der Seite 75. Du kannst, wenn du das Buch liest, immer wieder zurückblättern, was du gelesen hast, aber was noch kommt, musst du dich überraschen lassen. Das ist jetzt die erste grobe Metapher, und das führt uns gleich zu der Stelle mit den Zeitfenstern. Ich hatte nicht vor, dieses Mal die Sachen nochmal zu wiederholen, die hier in den Selbstgesprächen im Internet in zigfachen Variationen vorliegen. Ich kann euch nur anraten, hört es euch so lange an, bis zum Erbrechen, bis ihr es verstanden habt. Das ist ein Vorschlag. Es nützt auch nichts, dass ich jetzt die Person, der Mensch, der du zu sein glaubst, unter Druck setze, dass ich sage, hier, halte mal die. Du musst es unbedingt verstehen, sonst gibt es dich nicht mehr in Bezug auf die Figur. Die löst sich ja schon auf, wenn ich sie nochmal denke. Das ist übrigens, ich weiß auch nicht, ob ich es dir schon mal gesagt habe, ich bin du. Ich bin jetzt der Geist, der mir zuhört. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast zu glauben, das zu sein, was du zurzeit zu sein glaubst. Und der Vorgang ist nicht aufzuhalten. Also macht euch keine Gedanken, das ist alles schon passiert. Wie leicht oder wie schwer dir das erscheint, da kannst du jetzt mal mitmischen, da kommen wir jetzt zur eigentlichen Freiheit. Diese angebliche Freiheit des Menschen ist was vollkommen anderes, wie ihr bisher geglaubt habt. Solange du dieses normale Denken, das du ein Leben lang durchgezogen hast in dir, weiter denkst, wirst du, sobald du dich selbst beobachtest, du musst der Geist dann, der sich, ich beobachte mich. Jetzt ist es das Ich, wenn ich mich beobachte, das heißt den Menschen, nochmal ist ein reines Konstrukt, wäre ein Interpretationsprogramm. Dieses Programm wiederum ist das Programm in dem Computer, der du bist. Ich habe gesagt, der Geist, der mir jetzt zuhört, den setzt man mal bewusst symbolisch ausgedacht als einen Computer. Und jetzt muss dir klar sein, der Computer, den wir uns jetzt ausdenken, das ist ein Gehäuse, ist ein Computerchip, ist ein Bildschirm. Da tut sich noch nichts. Wir brauchen Energie, Strom, da tut sich immer noch nichts. Wir brauchen ein Programm. Und erst wenn wir in das Ding ein Programm reingeben, wird auf dem Bildschirm was auftauchen, und zwar genau das, was das Programm und die Daten, mit denen der Computer arbeitet, an Bildern erzeugt. Ich bin die Energie, du bist der Computer, dein intellektuelles Wissen, dein Glaube, nenn es wie du es willst, das du dir übrigens nicht raussuchen konntest, ich verweise auf das Schwammbeispiel schon in Ich bin du. Dieser Glaube, den du zurzeit in dir trägst, bestimmt, was du in deinem Kopfkino, in deinem individuellen Bewusstsein zu sehen bekommst, das symbolisiert der Bildschirm. Übrigens, ob ich mir jetzt einen Computer ausdenke, als Gehäuse mit einem Computerchip, oder ob ich mir einen Trockenhausenaffen ausdenke mit einem Körper und einem Gehirn, und der kriegt ein Programm und dir spreche ich einen gewissen Intellekt zu. Das sind alles ausgedachte Sachen, für mich ist da überhaupt kein Unterschied. Das sind Erscheinungen in einem Traum.
Und da kommt natürlich dann schon das Nächste, dass du irgendwann einmal erkennen wirst, was ich auch erklärt habe, ich nenne das die vier Stufen der Vergessenheit, dass nichts und niemand, den du dir ausdenkst, in deinen Raum reichen muss. Man kann ganz grob sagen, es sind einfach nur Gedanken, kann ein Gedanke, den du denkst, bleiben. Ein Gedanke, den du denkst, der wird genauso sein, wie er von dir gedacht wird. Aber du hast in keinster Weise eine Freiheit, dir rauszusuchen, was du denkst. Wenn du meinst, du hast bestimmt, dass du hier heute hierher kommst, um mir zuzuhören. Das kannst du in der Pfeife machen. Wenn du meinst, es läuft was verkehrt, weil der Beamer jetzt nicht funktioniert. Um das einfach zu machen. Ich nenne mal, der Udo, der jetzt da spricht, ist einfach nur ein Lautsprecher. Weil ihr seid so felsenfest davon überzeugt, dass ihr jetzt hier den Udo reden lasst. Ich mache mal so einen alten Trick hier und jetzt zurück. Dann passt doch mal genau auf, wenn ihr die ganze Zeit zuhört. Das ist immer das große Problem, dass ich eigentlich gerade ich habe doch gesagt, alles, was ich brauche, hier die Menschen, die meinst du, dass du mit jemandem telefonierst, einem Menschen zuhörst, wenn du mit jemandem telefonierst? So? Hat es jetzt wenigstens funktioniert? Nein! Wer ist dran schuld? Ich! Was ist denn los mit dem Team? Alle Geräte ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, das ist eine Dauerbegründung. Du hast den Dach keiner Batterie. Genau. Selbst das, wie jeder weißt du mit deinem Lächeln. Ich kann wirklich sagen, ich meine, wirklich ganz. Das ist immer wieder die Stellen, dass du lernst, an den Bannen und den Beinlichkeiten sich einmal gelöst haben, dass keine Fehler in der Schöpfung existieren, aber dass das ganz anders ist, wie du das willst oder dir vorstellst. Und dass du irgendwann einmal begreifst, was es heißt, fordere dein Wille geschehe. Das ist die Jesus-Geschichte. Das ist ein guter alter Freund von mir gewesen. Ich sage mal mein alter Ego. Das könnt ihr nehmen, wie ihr wollt. Das ist immer wieder dieser, wenn ich wiederkomme, über dich wiedergeboren in deinem Geist. Mach einmal das, ich kenne mich mit dem Zeug nicht aus, jetzt haut ihr wieder alle. Jetzt habe ich es. Geht's jetzt wieder? Ja. Soll ich nochmal rausgehen? Ihr müsst lächeln, das ist das Eigenartige, dass ihr euch permanent Leute ausdenkt, die so gescheit sind. Ich sag, was du denkst, jeder Gedanke, den du denkst, der wird genauso sein, wie du in dir denkst. Und du suchst dir nicht raus, was du denkst. Du suchst dir nicht raus, was passiert, du bist ein träumender Geist. Jetzt könnte ich sagen, negativ ausgedrückt, du bist dazu verdammt, dir den Scheiß auszudenken, den ich dir träumen lasse, anzuschauen. Positiv gesehen, du darfst es anschauen. Und ich verspreche dir, bis in alle Ewigkeit, was Ewigkeit ist, das geht schon wieder nach Zukunft. Ewigkeit ist was ganz was anderes. Es ist ein ewiges Hier und Jetzt. Wird es nicht aufhören. Und es läuft in der Regel alles genau andersrum und ganz anders, wie du meinst, was es ist. Schau, wenn du dich jetzt hier umschaust, rein von der Physiognomie, die Menschen, das sind eine ganz normale, eine eigenartige Mischung von Menschen. Wirst du normalerweise sonst sehr selten finden in dieser komischen Art von Mischung. Was viel interessanter ist, ist immer wieder, wer ist das, der sich's denkt. Und die Perfektion, will ich eine kleine Anekdote erzählen, ich mache immer Märchengeschichten. Alles, was ich euch erzähle, sind Märchen und ich betone, Märchen meine ich nicht abwertend. Die Zeitgeschichte, die du dir ausdenkst, ist eine Märchengeschichte, die man durchschauen muss. Das ist immer beim ersten Mal, ist man so unheimlich entsetzt. In Almena weiß ich noch, wo ich mich hinstand, sage, ich behaupte, ich bin der rechtsradikalste Nationalsozialist, der jemals auf deiner Erde rumgelaufen ist und Hitler ist ein Dreck gegen mich. Dieses Wort alleine löst schon ein Puh aus. Das macht dein Programm. Was ich jetzt gesagt habe, rein in der Sprache, rechts heißt richtig, rectus, radix, radikal ist die Radix, ist die Wurzel, rechtsradikal heißt wörtlich übersetzt nur die richtige Wurzel. Nationalsozialismus, Nazi ist die Geburt und Sozio ist die Brüderlichkeit. Das heißt, rechtsradikaler Nationalsozialist ist die richtige Wurzel zur Geburt der Brüderlichkeit. Das ziehe ich seit 2000 Jahren durch. Was das jetzt in dir auslöst als Bild,
ist eine ganz andere Sache. Wie gesagt, meine alten Beispiele, was bedeutet Mathematik? Was meint ihr, wie viele Professoren der Mathematik ich schon gefragt habe, was bedeutet Mathematik? Die sagen das, was alle sagen, jetzt bessert es etwas nach. Noch einmal, Mathematik ist normal das Gelernte. So wird es dann ausgedrückt. Der normale Mensch meint, es heißt Rechnen. Die meisten sagen zuerst einmal hier Rechnen, Rechenkunde. Habe ich tausende Male erzählt. Es geht um jedes einzelne Wort, das ich ausspreche. Und jetzt hole ich da nicht so weit aus, sondern ich möchte jetzt, dass ihr ganz gewissenhaft das Spiel mitspielt. Wir gehen jetzt einmal einen Gedankengang. Das heißt, du Geist, der Geist, der mir jetzt zuhört, du bist ein Computer. Und du hast ein Programm, das ist dein Intellekt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, kennst du den Film Matrix? Dann gibt es Programme, die sagen, ja, kenne ich, und andere sagen, den kenne ich nicht. Hängt davon ab, ob das auf deinem Programm drauf ist. Wenn du den Film kennst, gibt es die schöne Szene, wo der Neo zu mir kommt. Ich bin der Architekt, der Programmierer der ganzen Welten, die von euch ausgedacht werden. Von euch ist jetzt wieder schlichtweg und einfach Folgendes. Es ist nur ein Computer. Aber der Computer macht komplett unterschiedliche Welten, je nachdem, welche Programme du reinschiebst. Nimm einfach Videofilme, Videokassette. Es ist nur dieser eine Guide. Ich könnte sagen, es gibt nur Gott. Dann kommt mir einer entgegen und der sagt, es gibt keinen Gott. Und dann grinst ich und sagt, stimmt, wenn du nicht an ihn denkst. In dem Moment, wo du an Gott denkst, egal was du dir bei dem Wort Gott denkst, ist ja ein Gott da. Und das führt dich gleich zu einer großen Erkenntnis, dass du in dir, selbst wenn dein Intellekt was verneint, musst du dir das, was du sagst, es gibt es nicht zuerst denken. Wenn du sagst, es gibt keine Außerirdische, dann sage ich, stimmt, wenn du nicht an sie denkst. Sobald du aber behaupten willst, es gibt keine Außerirdische, musst du dir den Außerirdischen denken, von dem du behauptest, dass es den nicht gibt. Was hier so wie ein Wortspiel klingt, ist eine unendlich tiefe Erkenntnis. Das, was wirklich nichts ist, das absolute Nichts, ist eben nicht denkbar, und das ist Gott. Ich hoffe, ihr kennt mein schönes Beispiel, wo ich sage, Gott ist wie Wetter. Sag einmal zu einem normalen Menschen, du hast noch niemals in deinem Leben Wetter gesehen, dann schaut er dich an. Was ist das für eine blöde Frage? Ich sage, Moment einmal, Wetter kann man nicht sehen. Das Wort Wetter kann ich mir denken, ich kann es hinschreiben, aber das, was das Wort Wetter bedeutet, kannst du nicht anschauen, weil sobald du an irgendwas denkst, ist es eine Facette von dieser Kollektion. Du kannst an Sonnenschein, an Schnee, an Regen, an Graube denken, aber das sind nur Facetten aus dem Begriff Wetter. Jetzt könnte ich wieder sagen, was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Den 10-Jährigen, den 6-Jährigen, den Säugling, den 80-Jährigen, den Jetzigen? Wer von diesen Filmgedanken bist du? Verrückt, ne? Das sind Fakten. Das sind absolut nachvollziehbare Fakten. Alles, was deine Logik dir bisher suggeriert hat, dass das hundertprozentig sichere, bewiesenes Wissen ist. Ich kann jetzt wieder ganz definitiv sagen, ich habe hier und jetzt ausgedacht, und jetzt komme ich zum Zeitfenster. Alles, was ich Geist wahrnehme, ich nehme jetzt mal den von euch ausgedachten Brösel Uder als einen ausgedachten symbolischen Geist, alles, was ich Geist erlebe, muss hier in meinem Kopf sein. Wo das herkommt, interessiert uns nicht. Es muss hier drin sein, sonst kann es ich, der ich offensichtlich auch hier drin bin, nicht anschauen. Ich kann mir jetzt ein Köln ausdenken und ich kann mir ein Wien ausdenken. Das ist jetzt, ich spanne jetzt vor mir, ich denke mir was aus. Ich denke mir das Köln aus und ich denke mir das Wien aus. Ich stelle das vor mich hin. Das sind jetzt übrigens, ich habe jetzt die Worte ausgesprochen. Ich habe das ausgesprochen, was ich mir ausdenke. Und dieses Köln, das ich mir jetzt ausdenke, ist da. Für mich ist das da. Und das Wien ist auch da. Das nennen wir ganz einfach hier. Fiegenstall, wo ist jetzt Fiegenstall? Hier. Hier. Nein, die zwei Köpfe sind nämlich hier. Und der Kopf ist da drin. Weil es die ja gar nicht gibt, wenn du die nicht ausdenkst. Der Glaube, dass um euch herum eine Welt da außen ist, wenn ihr nicht dran denkt, das ist die erste Quelle für das Leid, das ihr zurzeit durchlebt. Ihr brecht das zweite Gebot.
Man sagt dir nur, mach dir kein Bild von Gott. Das ist nur die erste Hälfte davon. Da steht, sagst du mal, mach dir kein Bild von El Hayom, mach dir kein Bild von dem, der immer ist. Weil sobald du an jemanden denkst, der angeblich immer ist, den du dir jetzt denkst, der ist ja nur dann, wenn du ihn denkst. Du bist immer. Du sagst, mach dir kein Bild von dir selbst. Und wer bist du? Du bist ein Adam. Du bist ein Gotteskind. Adam ist ja männlich und weiblich. Da kommen wir dann nochmal dazu. Ist ein Symbol. Seger Vinikaba heißt schlichtweg Denker und Ausgedachtes. Du hast immer das große Problem. Du hast einen Denker und der denkt sich was aus und das, was er sich ausdenkt, muss er anschauen. Jetzt ist natürlich eins, was man begreifen muss. In dem Spiel ist kein Unterschied, ob du rein was dir denkst, ich nenne es immer, ob du was feinstofflich wahrnimmst, oder ob du das sinnlich wahrnimmst. Der Udo, der jetzt hundertprozentig sicher real vor euch zu stehen scheint, in einer gewissen Entfernung vor dir. Habe ich tausendmal gesagt, was bedeutet die Vorsilbe End in der deutschen Sprache? Das Gegenteil. Richtig, der muss jetzt in euch drin sein. Wahrlich, ich sage euch, wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Macht irgendwie Sinn, also ich finde es klasse. Das habe ich so oft gehört, erzählt, Entschuldigung, und das müsst ihr euch anhören. Ich kann euch nur jetzt bewusst, jetzt machen wir ein Zeitfenster. So wie wir ein Raumfenster uns ausdenken, kann man jetzt sagen, wir denken uns jetzt 4004 vor Christus und jetzt denken wir uns 2015. Ich spanne eine Zeit auf, wo ich hier gerade Kilometer dazwischen gemacht habe, mache ich jetzt einfach Jahre dazwischen. Aber ich denke doch alles jetzt. Und das führt euch, wenn ihr reale Bilder haben wollt in eurem Kopf, führt es dazu, dass ihr euch extrem in eine Struktur, in eine geistige Struktur hineinfokussieren müsst, um ein Bild erzeugen zu können. Das heißt, ihr konzentriert eure eigene Energie. Was natürlich jetzt mir wesentlich als Udo Brösel gesagt, viel mehr Spaß macht, wenn jetzt ein paar Physiker da wären, dann werde ich ihnen nämlich zeigen, dass all ihre Formeln in der Dora drinstehen und dass das bis ins Detail beschrieben ist. Wenn du zu einem Physiker gehst und du lässt dir die Formeln erklären, egal welchen du dir jetzt ausdenkst, der wird eins zu eins dir das erzählen, was man ihnen erzählt hat. Er rastert sein Programm ab. Es ist sehr erschreckend, wenn du einen gewissen Titel hast, wenn du dir einen Status erarbeitet hast, Professor Dr. HCC, ist eine Autoritätsperson und du musst an dir selber erkennen, dass du vollkommen geistlose Rezitiermaschine bist, dass du nie das, was dir logisch erscheint, in Frage gestellt hast. Was ich immer komisch finde, ist, dass man mit dem Wissen doch was anfangen kann. Was willst du anfangen damit? Mein Bruder zum Beispiel irgendwie da was macht mit Windenergie oder so. Ja. Dann kann er das logisch nachvollziehen. Das hat nichts mit logisch. Pass auf, das Erste, was du wissen musst, da kommen wir noch dazu, dass alles das zwei Seiten hat. Das ist das, was ich Gedankenwelle nenne. Die Gedankenwelle, die in dir auftaucht, hat zwei Seiten. Und jetzt ist das Schöne, so entsteht Zeit. Du kannst dir jetzt zwar das hier denken. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Jetzt spanne ich mir aber ein Zeitfenster auf und da machen wir hier ein gewisses Schema rein. Aber das Zeitfenster passiert jetzt. Und es gibt nichts, was in dir auftaucht, was nicht erst einmal zwei Seiten hätte. Du wirst merken, das sind da noch mehr. Und wir bleiben nur mal bei dem Klassischen. Wenn wir uns jetzt eine Badewanne denken mit Wasser, das ist jetzt Kindergartenzeug, was ich euch erzähle. Wenn der ebene Spiegel drin ist, ein Wasserspiegel, und wir machen Wellen rein, latschen wir rein oder aus welchem Grund auch immer, muss dir eins klar sein, wir haben eine gewisse Wassermenge, die schreibt einen Nullpegel vor. Und in dem Augenblick, wo irgendwo an einer Stelle in der Wanne über diesen Nullpegel Wasser ein Wellenberg herausgehoben wird, wird im selben Moment exakt dasselbe Volumen abgesenkt. Es geht nicht anders. Das ist, wenn ich bei Skype, wenn alle die Bilder sehen, wo ihr meistens die Bilder nicht habt, dann mache ich es immer so. Das heißt, wenn was Gutes auftaucht, entsteht absolut proportional dazu was Negatives. Ob das Windenergie ist, da kommen wir jetzt ich stelle eine Behauptung auf und ich bin jederzeit bereit, dass ich die Behauptung auch beweise. Und jetzt ist es, dass meine Beweise nicht die Beweise der Naturwissenschaft sind. Euer großes Problem ist, dass ihr blind von euch ausgedachten Autoritäten glaubt, dass das bewiesen ist, die nur Autoritäten sind, weil euer Programm euch vorschreibt, dass das Autoritäten sind. Und jetzt, wenn du das in den Hintergrund reden lässt,
und du schaust wirklich einmal mit einem gesunden Menschenverstand und du denkst selber, auch hier habe ich tausende von Beispielen, können wir mal mit dem Beamer haben, zeige ich euch eigentlich hier, in die Onboardungen stehen jener Haufen, dann werdet ihr feststellen, dass das, was ihr bisher Autoritäten genannt habt, letzten Endes nichts anderes sind wie ein Diktiergerät. All das, was man dir in der Schule, an der Universität erzählt hat, was da außen abgeht, wie es funktioniert. Ich kann da drauf sprechen, was ich will. Wenn das voll ist, wenn das dann die Prüfungen bestanden hat und selber ein Doktor ist und ich drücke auf Start, wird genau das aus der Maschine herausgekommen, was vorher in der Vergangenheit einprogrammiert wurde. Das ist das, was ist. Wenn du jetzt selber drüber nachdenkst, dann wirst du merken, dass du zuerst einmal in der Lage sein musst, Zeit umzukehren. Das ist das, was ich mache. Das ist ein Prozess, in Zeit gesprochen, zieht sich das über tausend Jahre hin. Ich sage immer wieder, ob die mich Jesus nennt oder Sascha Mörder plus Brösel Udo. Das ist ein Gedanke, den du denkst. In den Offenbarungen erkläre ich dir, dass es vier Ichs gibt, die du dir ausdenken kannst. Das sind zwei Roten, das eine nennen wir IQB. Dann kommt das Ich Bin aus der Esoterik. Und dann kommt das Ego-Ich, das blaue Ich, das wirft dann hier zuerst einmal der Moment nicht das kleine blaue Ich auf und durch diese Maske des kleinen Ichs entstehen dann alle anderen Dinge, die du durch die Augen des Kindes, des 20-Jährigen projizierst. Ich mache das jetzt sehr, sehr kurz, weil ich sage, oh, ich habe es oft erklärt. Und diese vier X, die wir uns ausdenken, da die natürlich schon wieder was Ausgedachtes sind, muss ein Fünfter da sein, das ist die Quintessenz. Die jetzt in dem Moment natürlich auch wieder was Ausgedachtes ist. Von einem noch drüberliegenden. Aber ab dem roten Bereich, wir haben festgestellt, das Geheimnis der Vatersprache entschlüsselt alles. Ich kann euch einmal ganz, ganz kurz sagen, wir warten auf den Beamer. Das sind Aussagen. Ihr werdet von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt. Das ist jetzt die Schwierigkeit eures Denkens. Ihr seid so gerastert, dass ihr nur sagt, das, was sich widerspricht, kann nur eins davon richtig sein. Es gibt natürlich auch den Satz des ausgeschlossenen Dritten. Können wir uns anschauen. Der ausgeschlossene Dritten ist der, der sich den Denker ausdenkt, der sich was ausdenkt und das anschauen muss. Du kannst immer nur von oben nach unten sehen, aber niemals von unten nach oben. Wenn wir jetzt ein Zeitfenster vor uns aufspannen und wir sagen, hier, in der Seite ist die Vergangenheit und auf der Seite ist die Zukunft. Wir sagen jetzt, die Fensterseite ist die Vergangenheit, das ist die große Frage, ist das rechts oder links? Sind jetzt die Fenster in dem Raum rechts oder links? Und du merkst jetzt schon, wo das ein Beispiel losgeht. Lass uns streiten. Ich behaupte, das ist links. Die Fenster sind links. Lass uns das ausdiskutieren. Es macht keinen Sinn. Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Und jeder Standpunkt ist eine Facette von einem übergeordneten Ganzen, so viel zum Thema Politik und religiöse Streits. Die werden die Heiligkeit nie erleben. Die überleben sowieso das, den Traum nicht, den du träumst. Es wird nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, überleben. Wir sind Enosch. Das Schöne, diese Enosch hat zum einen die Menschheit, wie das im Judentum heißt, für die Leute, für die Menschen ist Medim. Schreibt sich MTJOM. Wenn man jetzt Solo-Feeling-Vatersprache kennt, hast du das erste Mal MT, sind gestaltgewordene Erscheinungen des Meeres. MT. Wobei das hebräische Wort MT einzeln gelesen heißt Tode. Tode im Lateinischen heißt so viele. Ich sag zu dir, lass die Toten ihre Toten begraben, das sind deine Gedankenwelt. Was nützt es, wenn du hier fast in ein Grab von Trauer reinfällst, weil einer gestorben ist, den du geliebt hast? Das klingt ja fast so, als wenn deine Liebe Leid in dir auslöst. Das ist keine Liebe. Liebe würde ich niemals leiden lassen. Wenn du weißt, was Liebe ist, dann hast du Freude und du grinst und du kannst über alles und jeden lachen. Das ist Liebe. Sich einzureden, ich leide, weil ich so viel das so geliebt habe. Nee, du leidest, weil man dir offensichtlich was weggenommen hat, obwohl genau genommen habe ich es dir doch wieder zurückgegeben. Das kommt aus dir raus und es fällt wieder in dich rein. Wenn du mal dieses Ebene erreicht hast, und das ist übrigens ein Faktum, wenn du jetzt noch begriffen hast, dass alles, was du sinnlich wahrnimmst, jede sinnliche Wahrnehmung ist genauso eine Information, wie wenn du es bloß feinstofflich denkst. Bloß da sinnlich wahrgenommen ist, wird jetzt das Programm dir ganz massiv suggerieren, dass es unabhängig von dir da außen existiert. Ich hoffe, ihr kennt die vier Stufen der Vergessenheit. Die sind sehr, sehr interessant. Das ist das, was Halluzinationen, wie entstehen Illusionen. Wenn wir uns eventuell anschauen, genauer, das sind wenige Sätze, die sind unheimlich wichtig.
Und wenn du den Gedankengang mitgehst, wirst du feststellen, dass sich jeder, der das nicht kennt, absolut verarscht. Du sperrst dich in ein Gedankengefängnis ein, wo du dich selber einsperrst. Der Einzige, der an der Misere schuld wird, bist du letztendlich du selber, weil du dich massiv weigerst, selber zu denken. Ja, aber der Steiner hat gesagt, das und das ist schlecht. Ich sage, schön, hat der Steiner gesagt. Dann höre ich Philosophieprofessor und Platon hat gesagt und der hat gesagt und der hat gesagt. Ich sage, hast du schön auswendig gelernt? Was ist deine Meinung? Was ist deine Meinung? Hast du keine eigene Meinung? Jetzt beobachte dich einmal selber und du wirst feststellen, das ist irgendein zwanghaftes Verhalten, dass du permanent, indem du dir Sorgen lachen musst, was richtig ist und was du glauben sollst. Du wirst immer ein billiges Abziehbildchen sein von dem, den du nachblabberst. Und egal, was dir einer erzählt, sobald dieser Glaube im Widerspruch steht zu einem anderen Glauben, hast du wieder einen Fehlglauben. Immer wieder die Einseitigkeiten anstreben. Du bist krank und du wirst gesund sein. Du bist dick und wirst dünn sein. Du wirst nicht geliebt, du wirst geliebt werden. Keine alte Sau kennt dich, du wirst berühmt werden. Die Welt ist ja so schlecht. Immer nur eine Seite. Jegliche Art von Welt verbessern wollen, wenn du ein einseitiges Ziel anstrebst, ist ein Entheiligen deines eigenen Geistes. Weil es das eine ohne das andere nicht gibt. Was hältst du von jemandem, der den Berg des Bewusstseins besteigen will und meint, der kommt erst hoch, wenn er vorher die Täler wegmacht? Keine Chance. Du hast Sachen in dir, die du dir jetzt denkst, in deinem Glauben hast du Sachen in dir, die unheimlich wichtig sind für dich, die du möglichst auf ewig behalten willst. Und es sind so viele Sachen in dir, mit denen du nichts mehr zu tun haben, die wirst du los haben, die wirst du vernichten. Das will ich behalten und das will ich los haben. Und jetzt sage ich euch, wie das abläuft. Du kannst es ganz leicht los haben. Du bezahlst aber mit dem dafür, was du nicht hergeben willst. Anders kriegst du es nicht los. Entweder beides oder gar nichts. Die Sache mit Krieg und Frieden, ich kann es nicht oft genug sagen. Alle streben Frieden an. Setzen wir für Krieg und Frieden, Sonnenschein und Regen. Jede, die meinen, die Welt wird super gut, wenn es nur noch die Sonne scheint, wenn nur noch Frieden ist. Die geht spätestens in 6 Wochen drauf, wenn kein Wasser mehr da ist, es wird alles kaputt gehen. Jetzt wirst du irgendwann einmal erkennen, dass es genauso wichtig ist der Krieg. Krieg, so hat es Wort, es ist Vernichtung. Was passiert mit dem Säugling, wenn er in die Schule kommt? Was ist dann mit dem Säugling noch über? Dann ist der Säugling weg. Oder mein schöner blühender Kirschbaum, was kann ich jetzt zulassen, diese Pracht kaputt gehen zu lassen? Ich sage, wenn die Blüten nicht drauf gehen, gibt es keine Kirschen. Und wenn die Kirschen nicht drunter fallen und verfaulen oder gefressen werden, gibt es keine neuen Bäume. Ihr seid dumme Rauben, die mit aller Gewalt versuchen, ihr Raubendasein am Leben zu erhalten. Ihre Raubenwelt am Leben zu erhalten. Jetzt komm ich und sag, fang langsam an zu spinnen, du Depp. Jetzt fängst du an zum Spinnen, aber du bist ja noch unsicher, du wirst ja noch die Meinung einer anderen Raube haben, du fängst langsam an zu spinnen und die sagt, oh, du, was machst du da, hör auf damit, du fängst zum Spinnen an. Ich sag, das müsst ihr ja kann auf dem Leim binden, ihr müsst es keinen Song, es ist was Intimes. Ich sage immer wieder, Holofeeling ist ein Prozess, der läuft ganz einfach zwischen mir und dem Geist ab, der mir jetzt zuhört. Und alles drumherum, das ist auf der unteren Ebene ganz nett, aber es überlebt eh nicht, das sind Lebensabschnittsgefährten. Du Geist warst schon da, bevor du an Udo gedacht hast. Du warst schon da, bevor du jetzt viele, die jetzt, wenn du den Kopf umdrehst, dir ausdenken kannst und jetzt kommen wir natürlich zu dieser eigenen Welt. Das ist das Hochinteressante. Ihr wisst, Dio kommt zum Architekten, da sind diese Filmmonitore, es sind unheimlich viele Neos drauf. Aus verschiedenen Perspektiven, das splittet sich auf. In der Physik hast du das in der Mehrweltentheorie. Das ist so eine Sache mit der Physik. Auf der einen Seite behaupte ich, eure Physikbücher, die offiziellen Physikbücher, die sind so massiv voller Fehler, Führerscheinungsbogen, dass jeden 16-Jährigen, normal gebildeten, mit einem normalen Schulabschluss 16-Jährigen, wenn ich ihn darauf hinweise, die Haare zu Berge stehen und die sagen, was sind das für Idioten, wenn man das glaubt? Das ist ja totaler Widerspruch. Wenn jetzt hier, du glaubst, du bist der Physikprofessor, ich bin mich gerne an, komm zu mir. Ich werde dir das zeigen. Und dann setzen wir irgendeinen 16-jährigen Laien daneben, der wird es wahrscheinlich eher mitbekommen wie du, weil du so massiv in deine Dogmen verfangen bist. Das ist ein Faktum. Hat übrigens auch mit Windkraftanlagen. Ich sage immer wieder, es ist vollkommen unmöglich, dass du irgendwie einen Strom aus einem Sonnenkollektor einspeist in die Leitung. Ja, das funktioniert doch. Ich sage, es ist richtig, es funktioniert. Wieso?
Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Dein Handy funktioniert doch. Du wirst bloß merken, wenn du Zeitfenster aufspannen kannst, dass alles möglich ist. Es ist möglich, dass du fliegen kannst, dass du übers Wasser läufst. Ich weiß, wovon ich spreche. Du musst es bloß glauben. Jetzt ist Glauben ist nichts, was ein für wahr halten. Pass auf, ich will dir jetzt einen ganz einfachen Beispiel zeigen, was Glauben ist. Glauben ist etwas, was du gar nicht mitkriegst, so wenig wie dich selber. Ich sag, du kannst dich nicht denken. Wenn ich jetzt an einen Wasserhahn hingehe und ich drehe den Wasserhahn auf, kommt Wasser raus. Ich werde vielleicht stutzen, wenn keins rauskommt und ich verliere nicht einen einzigen Gedanken, ob das geht oder ob es nicht geht. Es wird immer so sein, wie ich glaube, dass das ist. Ich glaube das und darum passiert es so. Das ist tief in mir im Programm drin, dass es so ist und darum sehe ich das. Wenn du jetzt das umgekehrt haben willst und du sagst, hoffentlich kommt da kein Wasser raus, hoffentlich kommt da kein Wasser raus, wenn ich aufdrehe, was feststellen, es kommt immer Wasser raus. Du kannst da zwar irgendwie die Hauptleitung abdrehen. Was ich dir damit sagen will, wenn du dir was wünschst und du meinst, du könntest Glauben irgendwie erzeugen, weil du was haben willst. Ich will ja, dass da Wasser rauskommt. Das funktioniert nicht, das muss installiert sein. Das ist mit Holo-Feeling, sage ich, das Holo-Feeling, der Computer ist ans Internet angeschlossen. Das ist eine Quelle unendlichen Wissens. Ich habe auch schon betont, Internet ist nur ein anderes Wort für Gott. Das Internet gibt es schon seit Äonen, ein wunderschönes Wort, wird in der Bibel oft benutzt, im Neuen Testament. Wenn wir genau wieder mal anschauen, was das bedeutet. Es ist das Summa Summarum aller überhaupt möglichen Programme. Und alles, was überhaupt auftauchen kann, egal welches Programm du selber bist, bist eine Facette aus dem Internet und die Bilder, die du siehst, sind ein Bild aus deinem Intellekt. Und wenn ich hier immer wieder sage, zum Beispiel, dass die Physikbücher voller Fehler sind, wohlgemerkt nicht die Formeln, all das, was da drin steht, ist vollkommen korrekt. Viele haben Probleme, weil sie sagen, der widerspricht sich ja laufend. Ich widerspreche mir nicht, sondern dein Bewusstsein ist so limitiert, dass du von der Welt immer bloß eine Seite in einem Moment anschauen kannst. Und ich erkläre dir die Seite und dann erkläre ich die, nehme ich dich mit einem Gedankengang rum und dann erkläre ich dir die andere Seite. Schau, wenn du jetzt ein richtig gebildeter Mensch bist, wird dir klar sein, jetzt ist es hell. Und wir wissen ja, wenn sich was widerspricht, kann nicht beides gleichzeitig sein, kann bloß eins stimmen. Wenn es jetzt hell ist, kann es nicht dunkel sein. Das dürfte jeden logischen Menschen einleuchten. Entweder ist es hell oder es ist dunkel. Hell, dunkel. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Wie man das ganz einfach verstehen kann, ist auch ein altes Beispiel von mir. Ihr denkt euch jetzt vor euch hin, hier an einen Faden runterhängende Kugel. Einfach die Kugel liegen. Macht es. Stellt euch das bildlich vor mit offenen Augen. Wir strahlen jetzt hier mit einem Scheinwerfer die Kugel an. Dann ist die Seite hell, die angestrahlt wird und die andere Seite ist dunkel. Gleichzeitig. Stimmt oder stimmt? Das ist die höhere, das ist übrigens der ausgeschlossene dritte. Jetzt mache ich einen Trick. Jetzt drehe ich die Kugel um ihre Achse. Was verändert sich bei euch aus gesehen an hell und dunkel? Das kriegt ihr genau genommen gar nicht mit. Die Seite bleibt hell und die Seite bleibt dunkel. Wir machen jetzt einmal eine Fantasie. Wir sagen uns einmal, diese Kugel symbolisiert die Erde, die ihr euch bisher ausgedacht habt. Dann wirst du auch sehen, dass die Erde, die du dir jetzt ausdenkst, dass da oben und da unten scheißkalt ist und da in der Mitte rum ist total heiß. Und da regnet's und da scheint die Sonne und da schneit's. Alles gleichzeitig. Du sagst jetzt ja, wenn es regnet, kann zwar die Sonne scheinen, bleiben wir mal in den Extrem, aber wenn es hier, diese Widersprüche können ja immer nur gleichzeitig sein. Das siehst du, es passiert. Jetzt denkst du dir auf die helle Seite von der Kugel einen Trockennasenaffen. Der wird jetzt sagen, jetzt ist es hell. Und dann kommt der andere, jetzt ist es dunkel, und sagt er, du spinnst doch. Habe ich gerade nicht gesagt, fang langsam zum Spinnen an. Von ihm aus gesehen, der ist jetzt hell. Und wir haben gesagt, das Ding dreht sich. Der wird sich jetzt einreden, dass es dunkel wird und dass es wieder hell wird. Wenn er auf der Seite ist, sagt er, es ist dunkel. Wenn er auf der Seite ist, sagt er, das ist hell.
Von dir aus gesehen schmunzelst du und sagst, der Depp, es ist beides gleichzeitig. Was du jetzt hast, nenne ich ganz einfach Globalbewusstsein. Ich habe jetzt mit einem kleinen Gedankengang dein Bewusstsein auf eine Bewusstseinsstufe höher. Und im Selbstgespräch, im ersten Selbstgespräch erkläre ich aus der Mengenlehre die Theorie der logischen Typen. Das zum Beispiel Wetter ist ein logischer Typus, Wetter ist eine Kollektion von Möglichkeiten und da gibt es einen Satz in der Mengenlehre, dass hier immer eine Kollektion, eine Gruppe, nennen wir es wie man es will, Kollektion kann niemals ein Mitglied von sich selber sein. Das heißt, das Wetter in dieser Kollektion Sonnenschein, Schnee, Regen, wir können uns unheimlich viel ausdenken. Du wirst sogar einen Schritt weitergehen, dass wir mal selbst Regen sorgen. Regen eigentlich schon nochmal eine Kollektion in der Kollektion Wetter ist, weil dann Regen, den du siehst, der kann sehr unterschiedlich sein. Vom Fieseln über Hageln, über alles Mögliche. Das ist Regen, ist in der Kollektion Wetter schon eine Kollektion, die wir nochmal feiner stufen müssen. Das heißt, Bilder kriegst du erst in einem sehr konzentrierten Zustand. Und das sind dann feinstoffliche Bilder und du musst die noch mehr konzentrieren, dass die dir real erscheinen wie der Udo. Das heißt, Materie ist hochkonzentrierte Energie. Steht in jedem Physikbuch. Energie wiederum ist nur ein anderes Wort für Gott. Jetzt, wenn ich einen Computer dran hätte, ich würde jetzt hin und her springen und wir warten noch, dann machen wir das. Und da werdet ihr euch wundern, dass ich euch jetzt einmal zeige, alles, was ich euch erzähle, steht in den Physikbüchern, in den Heiligen Schriften. Das Problem ist nicht das, was da steht. Es ist die vollkommene Fehlinterpretation von dem, was eure angeblichen Fachleute, die in euch in Erscheinung treten, in euren Traum euch erzählen. Und das ist ganz bewusst von mir so programmiert, es ist der Führerscheinprüfungsbogen. Deine Traumwelt, die du jetzt erlebst, ist ein Führerscheinprüfungsbogen. Das heißt, das ist so massiv voller Widersprüche. Und wenn du wissen willst, was in einem Physikbuch steht, fängst du nicht an, selber zu denken. Du fragst nicht mich in dir, sondern du gehst zu einem Fachmann. Angenommen, du wirst wissen, was steht jetzt in der Bibel wirklich. Du wirst feststellen, dass du so unterschiedliche Meinungen kriegst, je nachdem, ob du zu einem Zeugen Jehova oder zu einem katholischen Pfarrer gehst oder zu einem Sieben-Tage-Abendfinden oder was wir noch alles haben. Katholiken, einen tiefgläubigen Katholiken, die haben alle dieselbe Bibel in der Hand und jeder erzählt dir was anderes. Das liegt an der Eigenart der Sprache. Noch krasser ist es, was den Koran anbelangt. Auch hier, wenn wir zeitlich hinkommen, werde ich mir, wenn wir mal miteinander einen Koranvers lesen, dritte Sure, euch haut es im Vogel raus, das ist reines Holo-Feeling. Ich kann euch Dianetics von der Scientology den ersten Band, du meinst, du liest, ich bin du. Du kannst die Upanishaden lesen. Die Schwierigkeit dabei besteht in den Auslegungen, es gibt elementare Grundgesetze, die sind überall in diesen ganzen Schriften drin. Was eine Ausnahme ist, ist jetzt hier eben diese Weltreligion Naturwissenschaft. Die ist nicht, dass die besser ist, sondern die ist genauer. Es ist interessant, egal welche religiöse oder mystische Schriften wir nehmen, ob das jetzt Koran ist, haben wir dasselbe in Grün. Du musst wissen, dass es bei Moslems so unterschiedliche Sekten gibt. Die halten alle dieselbe Schrift hoch. Es gibt muslimische Sekten, da sind die Frauen vollkommen gleichberechtigt und tragen keine Kopftüchle. Und andere rennen wieder rum wie Mumien. Die lesen dieselbe Schrift und jeder sagt, es steht da drin. Das liegt an dem Geheimnis dieser semitischen Sprache. Was natürlich die Vatersprache, was jetzt macht, das ist Holophil, die legt noch eins oben drauf, das Deutschen, das Verdeutschen ist Deutsch-Hebräisch. Das ist die absolute Wurzel für das Programm. Darum sei die Auserwählte. Die Grundvoraussetzung, mir geistig folgen zu können, ist, dass man Deutsch spricht. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ob man Holländer ist oder Schweizer ist, oder du musst Deutsch verstehen. Deutsch, und ich habe schon ein paar Mal darauf hingewiesen, das ist jetzt immer so die schönen Geheimnisse, das Wort Deutschland. Wisst ihr, ich bin der rechtsradikalste Nationalsozialist, der jemals rumgelaufen ist. Das Wort Deutschland in allen Sprachen der von dir ausgedachten Welt heißt Gott, Deutschland Gottesland. Das Land Gottes. Das Land der Götter. Es gibt keine Vergangenheit, wo irgendwas zufällig entstanden ist. Lateinisch, Gott. Deutsch, Deus. Griechisch, Teus, Theos, die Deutonen. Wie heißt Gott auf Arabisch? Wie heißt Deutschland auf Arabisch? Alemannia, die Allermänner. Oh, ja, habe ich schon mal gehört.
Das ist immer, die Sprache ist so irre. Was also die schönen, gerade die Sprache, die Sprachspiele. Was jetzt noch kommt mit Holofeeling, dass diese Buchstaben Zeichen werden, Zahlen, Ziffern werden. Und die Beispiele, alle physikalischen Formen setze ich in hebräischen Zeichen rum und du kannst es im Klartext lesen. Jedes Wort, egal in welcher Sprache, ist die komplette Erklärung in das Wort mit eingepackt, wenn man das Holofeeling wirklich verstanden hat. Das ist ja. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist jetzt aber, dass die Kriege vom Staufel gelassen haben. Pass auf, was in der Vergangenheit ist. Ich müsste jetzt sehr weit ausholen. Du sagst jetzt, in deiner ausgedachten Vergangenheit ist die Antwort ganz einfach, weil das auf deinem Programm drauf ist, dass du glaubst, dass die Kriege vom Staufel gelassen haben. Das ist dein Programm. Lasst euch überraschen, ich gehe auf den Hitler nochmal mit ein. Jetzt kommen die Verschwörungstheoretiker. Egal, welche Internetseite du dir in dir aufmachst, du musst absolut die Präsenz bekommen, dass dir bewusst wird, dass alles, was in dir in deinem Bewusstsein auftaucht, hier und jetzt in dir auftaucht und aus dir kommt. Mein berühmtes Klingelingeling-Beispiel, wenn dein Handy klingelt. Schau in dich rein, das kriegst du nicht mit, das ist die tiefere Ebene, was du glaubst. Da du noch glaubst, dass da außen eine Welt ist und du prickst damit das zweite Gebot. Einfache deutsche Übersetzung, wir können das im Original noch genauer lesen, da steht noch viel mehr drin, wenn man das entzippt, wenn ich immer sage, das ist ein komprimiertes Programm. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde und von irgendwelchen Wassern unter dem Wasser. Dieses zweite Gebot, ich mache das kurz, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Ich habe am Anfang schon gesagt, du wartest dich bis in die Ewigkeit ab, du bist ewiger Geist, bis du das durchschaut hast. Selbstverständlich darfst du dir was ausdenken. Nochmal, du bist ein träumender Geist und ein träumender Geist kann sich ja gar nicht raussuchen, was er träumt. Darum sage ich, ich werfe doch dir nicht vor, was du träumst. Aber ich verlange jetzt, ab jetzt von dir, dass du niemanden, den du dir ausdenkst, vorwirfst, dass es so ist, wie du ihn dir ausdenkst. Das gilt auch für die Vergangenheit, die du dir ausdenkst. Die ist auf deinem Programm drauf. Und ich habe gerade gesagt, die Verschwörungstheoretik, ich bringe es einmal auf den Punkt. Sag mir, was mir in deiner hier und jetzt ausgedachten Vergangenheit, die in Schule und Elternhaus erzählt haben, wie die Welt aussieht. Sag mir, was du jetzt für Internetseiten bevorzugt liest und aus welchen Medien du dich informierst. Und ich sag dir, welche Welt du dir ausdenkst. Und in dem Augenblick, wo du dich anders informierst, wirst du dir eine andere Welt ausdenken. Und wenn jetzt in deinem Traum zwei ausgedachte Trockennasen aufeinandertreffen, die unterschiedlich informiert sind, weil es zwei verschiedene Programme sind, die streiten jetzt um ihre Standpunkte, weil jeder meint, er müsste seinen Standpunkt durchsetzen. Ist jetzt das Fenster Reihe rechts oder ist sie links in dem Raum? So simpel. Das ist das Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Wir gehen da nochmal genauer drauf ein. Was jetzt wichtig ist, wir machen einen Sprung. Unsere Marion hat sich hingelegt und schläft noch. Die hat das überhaupt nicht mitgekriegt, weil die Welt war ja überhaupt nicht mehr da für sie, die wir uns jetzt ausdenken. Die hat ihre eigene Welt. Wenn sie da liegt, Welt, die nur in ihrem Kopf ist, diese ausgedachte Marion. Stimmt oder stimmt? Jetzt gehen wir so, wie du dir einen Traum vorstellst, ist natürlich jetzt die Marion, die mir liegen sind, die existiert ja für die Marion selber nicht. Was ist die Marion? Das ist, symbolisiert jetzt den träumenden Geist. Das ist ein Symbol. Und jetzt die Welt, die in ihren Kopf sieht, wo übrigens die Marion komplett real glaubt, dass sie die Marion ist, die erlebt sich, der Geist, der jetzt schläft, erlebt sich in seinem eigenen Kopfkino. Das ist die Symbolik. Als irgendein Mensch, der zu sein glaubt, in einer komplett realen Welt. In einer vollkommen realen Welt, so wie die jetzige Welt auch. Was jetzt das Eigenartige ist, wir sagen mal, wenn du gehst fort hier mit einem Mann, du gehst in eine Bank, da ist zufällig ein Banküberfall, es kommt so ein Gemenge, es löst sich ein Schuss und der Schuss trifft jetzt dich oder ihn und du wirst schweißgebadet wach. Was jetzt passiert, wie aus nichts löst sich diese Welt, die für dich vollkommen real war, in nichts auf und du bist plötzlich wieder in der Wirklichkeit. Wo du meinst, dass das die Wirklichkeit ist, das ist ja unsere Welt, die wir uns ausdenken. Ne? Was, dass sie jetzt nur gibt, weil wir uns die ausdenken. Meint ihr wirklich, jetzt muss ich ihr, du, das sind Programme, auf euren Programmen ist jetzt das, aber es sind lauter unterschiedliche Programme. Und ich habe das in Selbstgesprächen zigfach wiederholt, ich mache ganz kurz, in dem, denkt mit, in dem Moment, ich sage jetzt einmal, ich ist das, dieser Körper, in dem Augenblick, wo ich schweißgebadet hochschrecke, und sag, boah, Gott sei Dank, ich habe die Scheiße bloß geträumt.
in dem Moment, wo ich wach werde, wird mir bewusst, dass alles, was ich jetzt denke, was ich vorher erlebt habe, dass es nur in meinem Kopf war, dass das ja nicht real war. Und dass das für mich, solange ich nicht wusste, dass ich schlafe, vollkommen echt war, sehe ich, wenn ich mich jetzt anschaue, weil ich schweißgebadet da sitze, das war jetzt, so hat mich ziemlich aufgewühlt. Aber sobald ich mich jetzt schweißgebadet im Bett sitzen sehe, bin ich schon wieder im nächsten Traum. Weil ich schon wieder in der Welt der Bilder bin. Wenn wir den Beamer dann laufen haben, dann hocke ich da nochmal nach. Und jetzt ist also so, jetzt spielen wir mal das nochmal durch mit den Programmen, das Blitzscreen-Beispiel von mir. Ich werde jetzt einige Sachen hinzufügen, die neu sind. Kenner, viele haben das ein paar Mal schon gehört aus Selbstgesprächen. Jetzt spielt wirklich einmal mit. Das heißt, ich habe gesagt, wir haben einen Computer, das bist du Geist. Du brauchst ein Programm, das ist dein Ego, dein momentanes Ich, das ist das, was du zu sein glaubst, was ein Blödsinn ist. Das ist die sogenannte blaue Ebene, nenne ich das, das ist nicht denkbar. Das ist, Entschuldigung, die rote Ebene bist du, die ist nicht denkbar und die blaue Ebene, ein Programm kann ich mir schon ausdenken, aber das ist kein Geist mehr. Und jetzt ist es, was hier auf dem Bildschirm läuft, steht und fällt mit dem Intellekt, mit deinem Ego, mit dem Ich, das du zum Denken benutzt. Nochmal, das, was du bisher Ich genannt hast, gibt es zwei verschiedene Ich als Mensch, den du nicht denken kannst. Das ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Das Programm, das deine Welt macht, das ist dein Intellekt. Die muss klar sein, alles, was du dir ausdenkst, die Völker, das Wissen, egal was du dir denkst, es macht dein Programm. Und dann dieses kleine blaue Ich als Person, was nur ein Körper ist, das Ich kann viele Körper aufwerfen. Körper, wo du sagst, das bin ich, vom Säugling bis zum Greis und noch viel, viel mehr Körper, Milliarden von Körper, wo ich sage, das bin ich nicht, das sind die anderen Trockenlausnappen. Da kommen wir dann noch zu der Pyramide, nochmal ein bisschen etwas klarer zu stellen. Und jedes Programm erzeugt einen komplett eigenen Traum. Die können sich überschneiden. Jetzt zum Beispiel überschneiden sich zig Programme. Die muss aber klar sein, Stefan, dass in deinem Kopfkino jetzt ein ganz anderes Bild auf der Leinwand ist wie in Udo sein Kopfkino. Sein Kopfkino ist nochmal ein ganz anderes Bild. Die überschneiden sich jetzt eigenartig. Und jetzt kommt mein eigentliches Problem auf dieser unteren Ebene. Ich bin so weit herabgestiegen und ich meine das ernst, ob ihr das glaubt, hüte dich vor Arroganz und einem Vorurteil. Du hast keine Vorstellung, wie klein ich mich jetzt mache, um in deinem Traum in Erscheinung zu treten. Und dieses Ich ist nicht der Udo, der ist nur ein Gedanke. Der ist vollkommen unwichtig. Was wichtig ist, zuerst einmal ist, bist du. Du bist nämlich der von uns zwei, der jetzt ewig ist. Und du meine ich nicht der Menschen, der du zu sein glaubst. Das ist so ein Standardsatz, wo ich sage, der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der weiß, dass du mal nur deshalb so viel, weil du dir denkst, dass er so viel weiß. Aber sobald einer in dir auftaucht, der viel weiß, muss einer da sein, der nichts weiß. Und du Dummkopf sagst, ich bin der, der nichts weiß. Du bist der, der sich beide ausdenkt. Also, ich bin nicht in dir aufgetaucht, um dir zu erklären, wie toll und genial der Brösel Udo ist. Ich versuche dir zu erklären, wie genial du bist, wenn du dich wieder erinnerst, was du bist. Es ist alles in dir drin. Das ganze Wissen und noch viel, viel mehr Wissen, wie du meinst, um solche auf der Unterebene. Wenn einer meint, er müsste mit Udo eine intellektuelle Diskussion führen, da sage ich euch gleich, der hat überhaupt keine Chance. Ich greife auf ein Wissen zurück, das sich deiner Menschheit vollkommen entzieht. Und das ist jetzt nicht nur das Wissen der Alten, sondern auch das Wissen der Zukunft. In Ich Bin Du heißt es, dieses Holo-Feeling ist definitiv der Glaube, das Wissen des dritten Jahrtausends. Das heißt, das, was noch kommt, ich mache mal Prophezeiung, in 300-400 Jahren raumzeitlich gedacht, ist dieses Holo-Feeling-Denken, das ich euch jetzt erkläre, so normal unter der Menschheit, die ausgedacht wird, wie zurzeit dieses heliozentrische Weltbild. Die Holo-Feeling-Wende, die ist viel, viel drastischer wie die kopernikanische Wende. Da hat man aus einer Scheibe ja Kugel gemacht. Jetzt kommt ein komplett anderes Weltbild. Da außen gibt es überhaupt keine Welt mehr. Die Matrix. Die ist ja schon in Ansätzen da. Das große Problem ist, dass das Hirngespinste sind. Da gehen wir genauer drauf ein, weil dort davon gesprochen wird, aber keiner nimmt es für voll. Das ist eben, alle, die dir solche Sachen erzählen, es sind und bleiben im tiefsten Innern tiefgläubige Materialisten. Wenn du die Tierchen in einem Traum, ob das Pixelmännchen sind auf dem Bildschirm, ob die real vor dir sind, die sind ja immer in dir. Wenn du die beobachtest, wirst du zuerst einmal feststellen, es waren Einseitigkeiten angestrebt, Steiner, übergenial, bis auf die ganzen Feindbilder, wo er predigt. Das ist das Quäntchen zur Heiligkeit, die fällt.
Scientology, egal was, schon das Vorurteil. Es ist dasselbe Dummkopf-Sekte, es ist ein Gedanke, den wir uns ausdenken. Der Witz ist, wenn man sich jetzt nicht vorstellt, damit sagt, das stimmt ja nicht, und man vergleicht. Ich habe das mit Martin gehabt, Martin ist ein Philosoph, ein Studierer. Dass ich immer sage, jede Philosophie, wenn du ganz wertfrei dran gehst und du studierst irgendeine Philosophie, egal von welchen Philosophen des Altertums bis zur Neuzeit, wenn du mit einem unbeschriebenen, neugierigen Geist diese Gedankengänge des Philosophen mitgehst, wirst du bei jedem Wort eine Vorstellung in dir bekommen und du wirst sagen, boah, stimmt. Das ist nicht mehr der Fall, wenn du ein Vergleichsglauben in dir hast. Wenn du anfängst, egal was passiert, mit irgendeiner Logik, die in dir drin zwanghaft brütet, permanent das, was auftaucht, zu vergleichen. Einfaches Beispiel, zigfach erzählt, eine Kritik, die irgendjemand in deinem Traum äußert, sagt überhaupt nichts aus über das, was kritisiert wird. Kritik ist erst einmal wertfrei gesehen eine Bewertung. Du wirst jetzt schon merken, der hat mich kritisiert. Ja, wenn ich jetzt zu dir sage, ey Robby, du bist ja so geil, du bist ja so super, dann habe ich ihn kritisiert. Ich habe ihn bewertet. Stimmt oder stimmt? Man hat hier schon die Einseitigkeit, dass das Wort Kritik meistens negativ benutzt wird, obwohl es doch in der Zeitung auch eine positive Kritik gibt. Das sind die zwei Seiten. Stimmt oder? Das sind so Kleinigkeiten, ne? Aber jetzt pass auf. Eine Waage, immer die Wiederholungen, immer wiederhole ich dasselbe und glaubt, ich wollte euch heute und ich wollte euch noch Sachen hinfahren, was euch erschüttert. Eine Waage ist kein Instrument, wo du was messen kannst damit. Es ist kein Messgerät. Eine Waage ist nur eine Maschine, wo du was vergleichen kannst. Das eigentliche Messen kommt erst in dem Moment, wo du eine Seite festlegst. Ich sage, hier ist ein Kilo. Und dann kann ich ein anderes Gewicht, eine andere Seite damit vergleichen. Bei Kritik ist es genauso. Sobald du kritisierst, hast du in dir einen dogmatischen Wertemaßstab und du vergleichst das, was jetzt neu in dir auftaucht, mit deiner Logik. Das heißt definitiv, wenn ich jetzt mal komplexer sage, wenn mein Wertemaßstab des Computers, des Betriebssystems mäßig ist, können Ältere ein bisschen was damit anfangen, und ich kritisiere jetzt Windows, ist es die größte Scheiße, die es überhaupt gibt. Das wurde mir übrigens vorgeworfen, sehr oft als Udo, wurde ich kritisiert. Was ist das für ein blödsinniges Beispiel? Ich sage, das ist ein sehr tiefsinniges Beispiel für einen, der wachsen will. Für einen, der meint, er hätte die Weisheit schon mit den Löffeln gefressen, das ist natürlich tödlich, zerstörerisch. Zu erkennen, was man eigentlich für ein geistloser Nachplapperer und Simpel ist, erfordert Demut. Demut ist die Kraft, die euch groß macht. Immer wieder die Selbstkritik. Ich habe das ein paar Mal gesagt, wenn du die Christusgeschichte nimmst. Die Geschichte von Anfang bis Ende ist so voller Metaphern, ist ein Lernprozess. Na, glaubt ihr, wie ich krank geheilt habe, dass ich irgendwas von dem, was ich euch jetzt erzähle, verstanden habe? Ich habe Feindbilder bekämpft, nämlich Krankheit. Und im selben Moment stelle ich mich hin und sage, liebe deine Feinde. Und irgendwann beobachte ich mich selber und sage, was bist du eigentlich für ein Arschloch? Das widerspricht sich ja, du hast so eine Predigt, liebe deine Feinde, und dann bekämpfst du Krankheiten. Es reibt sich jetzt her mit der normalen Logik. Dann habe ich Tote zum Leben erweckt. Offensichtlich habe ich ein Riesenproblem gehabt damals mit dem Tod. Oh, ganz krass war es dann mit den Geldwechslern. Was meinst du, wenn ich die Krankheit noch hätte, wie ich jetzt ausflippen müsste? Ich habe festgestellt, es macht viel mehr Spaß, darüber zu lachen. Das ist nämlich eine Sache des Programms. Jetzt denken wir uns mal ganz anders Programm aus. Ich sage mal ganz einfach, wir denken uns irgendeinen Indianer in Amazonas-Dschungel, den denken wir uns jetzt aus. Der hat ja auch seine eigene Welt. Seine ganz eigene Welt. Der hat mit der Griechenland-Krise überhaupt kein Problem. Wenn ihr mal die Welt bereist, jetzt eure Traumwelt, dann wirst du feststellen, selbst wenn du mal nach Taiwan fliegst, ich hatte sehr, sehr viel hier und jetzt ausgedacht, als der in dem Udo-Leben, ist auch nur ein Buch, hatte ich sehr, sehr viel in Asien zu tun. Wenn du mal 14 Tage in Taiwan arbeiten musst und schaltest da die Fernsehprogramme ein, alle, da wird zu viel von Deutschland berichtet, wie hier über, was weiß ich, irgendein Indianer, ein Negerstaat in Südafrika. Außer es ist irgendwas Spektakuläres. Wann siehst du bei uns in den Nachrichten was von Japan? Nur wenn vielleicht der Atomkraftwerk hochgeht oder Tsunami, irgendwas, aber sonst über Monate nichts, absolut nichts.
Es ist, wenn du hier taiwanesisches Fernsehen anschaust, ist nichts, da ist Europa gar nicht existent, außer es ist irgendwas wirklich, die Mauer fällt oder irgend sowas Großes. Was natürlich das Ganze sehr interessant macht, ich habe gesagt, sag mir, vor was für Medien du dich informierst, dass hier, jetzt kommen wir die Verschwörungstheoretiker, du sollst dir mal die Mühe machen, du kannst dir ins chinesische Internet, ins russische Internet, dass du einfach mal hier durch diese Brillen schaust und dann wirst du feststellen, dass du ein komplett anderes Weltbild vermittelt bekommst, wie durch unseres Internet. Was ich jetzt nicht mache, dass ich dir nicht erkläre, was davon stimmt. Ich erkläre dir, dass alles stimmt, es wird für dich so sein, was du glaubst. Es sind Perspektiven. Auf das, was ich dich neugierig mache, ist das, was ist das übergeordnete heilige Ganze? Mein, das ist ein Beispiel. Auch hier mein Standardbeispiel, wo ich immer wieder wiederhole, was hat ein Känguru in Australien, ein Neandertaler in der Steinzeit und der Eiffelturm in Paris gemeinsam? Dich. Du denkst es jetzt aus. Und wenn ich jetzt das nicht durch Worte in dir ausgelöst hätte, sind die überhaupt nichts. Die waren nicht gedachte Gedanken. Und jetzt schau in dich rein, inwieweit du noch in dem wahren Glauben verfallen bist, dass du meinst, das Zeug ist da außen, auch wenn du es nicht ausdenkst, dir ausdenkst. Du entgöttlichst dich, du entheiligst dich, du bist ein Gotteskind und kein Trockennasenaffe. Das ist meine Botschaft. Und das wirst du immer mehr verstehen lernen, sobald du verstehst, was du selber bist. Ich könnte jetzt zu einer Raube sagen, du bist eigentlich ein Schmetterling, du bist bloß noch nicht so weit. Warum? Du hast noch nicht zum Spinnen angefangen. Selig sind die Verrückten, die sehen mein Himmelreich. Du musst verrückt werden von dem, was bisher für dich normal war. Normal ist die Normierung. Und dann geht nicht der Steiner und sagt, und der hat gesagt, so, stimmt, eine Perspektive, was ich dir erzähle, ist das heilige Ganze, und dann lösen sich die Widersprüche auf. So. Und jetzt genau zuhören, genau mitmachen. Wir haben unseren Computer, wir haben verschiedene Programme. Auf dem Bildschirm taucht nur das auf, was der Intellekt der Programme in Erscheinung treten lässt. Okay? Es gibt bei modernen Computern, können wir machen Fenster, wir machen mehrere Fenster auf. Jetzt, was natürlich schwierig ist, wenn ich einmal Pi mal Daumen sage, das sind jetzt 50 verschiedene Programme. Jetzt in dem Moment laufen in meinem Computer, für mich lächerlich, 50 Programme, ist ja nichts. Mache ich 50 kleine Fenster auf. Und diese Programme, ihr seid Konstrukt, das Ego in euch ist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationssystem, und ich werde euch jetzt in Bewegung setzen. Ist ein schönes Wort, merkst du das? Das ist ein Oxymoron. Das heißt schlichtweg, wir machen ständig wechselnde Bilder. Das heißt, es beginnt und jetzt macht bitte das Spiel mit. Es ist hochinteressant, aber was wichtig dabei ist. Ihr spielt jetzt das Spiel, wie es für euch ganz normal war, aber wir schalten jetzt, das ermögliche ich dir im selben Moment den höheren Geist ein, der dich selber, der sich selbst beobachtet, was in ihm abläuft. Ohne was verändern zu wollen, zu werden, du machst jetzt nur bewusst, was in dir abläuft. Schließe mal bitte deine Augen. Was jetzt sehr interessant ist, alle diese 50 Programme, die haben jetzt von mir dieselbe Eingabe bekommen und jedes Programm rechnet sofort sich einen Körper aus, in dem die Augen zugemacht wird. Aber jedes Programm hat jetzt an einen anderen Körper gedacht, weil es immer an das Programm ist. So, und du denkst dir jetzt, du bist bei dir zu Hause in der Küche und du stellst dich jetzt vor den Kühlschrank hin und öffnest die Kühlschranktür und schaust in den Kühlschrank rein, was da an Getränke noch drin ist. Einfach mitmachen, ein bisschen plastisch vorstellen. Jetzt machen wir die Kühlschranktür zu und jetzt gehst du zu der Schublade, wo das Besteck liegt. Stellst dir vor, zieh die Schublade raus, schau an die Stelle, wo die Kaffeelöffel liegen. Jetzt schieb die Schublade ein, zweimal, schieb die rein und mach sie auf und achte mal genau, wie sich das anfühlt, wenn du diese Schublade aufmachst. Gut, jetzt geh zum Mülleimer und öffne den Mülleimer und jetzt achte mal genau, wie sich das anfühlt, das Gefühl, die Kraft, die du brauchst, um den Mülleimer aufzumachen. Und jetzt gehst du durch die Wohnung ins Badezimmer und stellst dich vor den Spiegel, den Badezimmerspiegel. Jetzt schau in den Spiegel rein und jetzt stellst du dir vor, was siehst du jeden Morgen, wenn du in den Spiegel reinschaust? Genau dieses Bild. Ihr wisst meinen alten Spruch, wenn ich immer wieder sage, ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Stell dir mal dir jetzt vor, mir ist jetzt sehr wichtig, dass du, jetzt kommt nämlich was Neues. Du stellst jetzt das, den im Spiegel vor, wo du ja vollkommen weißt, dass du das nicht bist. Du bist ja der vorm Spiegel. Was jetzt natürlich interessant ist, dass der von dir aus gesehen, der vor dir zu stehen scheint, dass der nur eine Illusion ist, weil das ist ja eigentlich nur dein Spiegelbild, ist logisch, ist alles so logisch.
der Raum, in dem der sich befindet, der scheint ja hinter dem Spiegel zu sein. Aber hinterm Spiegel gibt es nicht. Also ist dieser Raum hinter dem Spiegel ist eigentlich im Spiegel selber. Wenn du jetzt der Spiegel wärst, wer ist der vorm Spiegel? Gibt es den eigentlich, wenn du jetzt reinschaust in den Spiegel? Das ist immer so, denk dir mal dein Gesicht jetzt aus und du hast irgendwie an der Wange einen großen Pickel und du trägst jetzt den Pickel aus. Dann kommen deine Hände plötzlich ins Spiel. Die waren jetzt die ganze Zeit nicht da, erst nachdem ich das ausgesprochen habe. Aber jetzt kommt das eigentlich Wesentliche. Ich habe jetzt nur Worte gesprochen und jedes Wort hat hier und jetzt ein Bild in dir ausgetauscht. Das Bild steht und fällt abhängig von dem Glauben, wer du zu sein glaubst. Ich könnte jetzt sagen, es sind 50 verschiedene Kühlschränke geöffnet worden, außer es sind Ehepaare da. Aber es sind hundertprozentig 50 verschiedene Gesichter angeschaut worden in dem Spiegel. Und das sind jetzt die ständig wechselnden Bilder im Kopf gewesen. Und jetzt sage ich, mach die Augen auf. Klatsch. Mach die Augen auf. Jetzt ist die Welt weg. Jetzt hast du plötzlich wieder die Welt um dich rum. Und jetzt schau mal bitte in dich rein, ob du glaubst, dass diese Welt, die du jetzt um dich rum, ob die immer noch da ist. Entschuldigung, ob die da war, wie du an die anderen Sachen gedacht hast. Was natürlich jetzt ganz hochinteressant ist, dass hier alles gleichzeitig ist. Das heißt, jetzt wirst du plötzlich feststellen, dass die Welt um dich herum eigentlich bloß dein Schreibtisch ist mit dem Computer, der jetzt vor dir steht und du dir diese Aufnahme anhörst, wo deine Logik vollkommen logisch sagt, die wurde irgendwann in der Vergangenheit am 18.18. aufgenommen. Ich schwöre dir, das wird jetzt aufgenommen und du schaust dir das jetzt an. Es gibt bloß jetzt. Jetzt bist du wieder ganz allein und denkst dir die Deppen aus, die den Udo zuhören. Das Pixelmännchen. Jetzt merkst du, dass das sich irgendwie reibt. Es hängt nämlich jetzt sehr davon ab, wer du zu sein glaubst. Wenn du jetzt dieses Video dir anschaust auf YouTube, ist das vollkommen normal. Hey, uns gibt's da nicht, wir sind bloß flach. Der Gag kommt immer wieder in manche Filmen, kann euch zig Filme zeigen, hey, ihr seid auch schon hier. Das wird aber nicht für vollkommen, das ist die Wirklichkeit. Das heißt, das, was du zu sein glaubst und immer alles, was ist hier. Ob ich jetzt sage, ich bin in Fiegenstadt, oder ich sage, ich bin in München, oder ich sage, ich bin in Wien, oder in der Schweiz, in Zürich, es ist hier, in mir. Und dieser Kopf ist schon wieder ein ausgedachter Kopf. Der ist jetzt in dem eigentlichen roten Berosche, dem Mitten dieses Kopfes, das ist dein Indivisionalbewusstsein. Nochmal, ich erkläre dir deine Ewigkeit, den Film, dein Leben, lass mal unangetastet, das läuft sowieso weiter, da kann die Kleine hinten das Quietschige etwas strampfen, so viel sie will. Das ist übrigens ein Beispiel, wo ich zu meiner Giraffe sage, hier, du wirst auch einmal altes Suppenhuhn. Und dann sagt, nein, ich will nicht alt werden. Und jetzt nehme ich immer als Beispiel meine Inge mit 74. Ich sage, was meinst du, wenn die Inge jetzt selbst an 31-Jährige denkt, wenn ich zu der sage, willst du nochmal 31 sagen? Die schüttelt nur schmunzelnd wissend den Kopf. Das kann sie natürlich nicht nachvollziehen, weil du immer nur von oben nach unten sehen kannst. Und um ihr das zu erklären, habe ich dann gesagt, pass auf, Daniel, jetzt stell dir mal vor, wie du 12, 13 warst, in die Pubertät gekommen bist. Wirst du nochmal 13 sein wollen? Na, auf keinen Fall. Siehst du, das ist dieselbe Situation, wir haben bloß den Maßstab verschoben. Jetzt gehe ich noch eine Stufe höher. Wir denken uns die ausgedachte Menschheitsgeschichte. An dem Ende sind die Alten und auf dem Ende sind die Jungen. Das junge Wissen, das wir zur Zeit haben, dieses ganze Hightech-Wissen, ist das jüngste Wissen, das modernste Wissen. Ich sage immer, modern ist modern. Das ändert sich so schnell. Was heute toll ist, ist morgen schon wieder Schnee von gestern. Die Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo wir morgen drüber lachen. Das war zu allen ausgedachten Zeiten so. Aber was jetzt ganz interessant ist, dass die Jungen in ihrer unendlichen materialistischen Arroganz glauben, die Alten sind ja laufend Deppen gewesen. Ist das nicht dasselbe Prinzip? Von einem 13-, 14-Jährigen, der hier, was weiß ich, bis in der Früh um 6 in die Disco will, wenn die Eltern sagen, mein Zungenbiersing-Beispiel in Almena. Ich brauche ein Zungenbiersing, ich brauche ein Tattoo. Und die Eltern sagen, nee, die Alten haben ja keine Ahnung. Dann schlage ich zitiere bei aller Bescheidenheit mich selber. Hab mich damals Paracelsus genannt. Wenn die Herrn Doktores glauben, dass ein Mensch dadurch entsteht, dass der Mann seinen Liquid Vitae in die Matrix der Frau spritzt, die haben alle überhaupt keine Ahnung, was ein Mensch ist. Der Samen des ausgedachten Mannes reinigt seine Nieren, wie der Rotz die Nase reinigt. Mit menschlicher Fortpflanzung hat es überhaupt nichts zu tun. Wenn du das jetzt liest, mit dem jungen Wissen, Mittelalter, so blöd, der hat ja überhaupt nichts gewusst.
Die wissen ja gar nichts. Woher ist der sich so sicher, dass das, was er weiß, dass das richtig ist? Weil das Wissen, das Programm, das du hast, war zum Vergleichsmaßstab für alles andere. Und in dem Moment, wo du in dem Wahn bist, dass du zwanghaft in einem Fort das Neue, das wirklich Neue, vergleichst mit deiner bestehenden Logik, nochmal, spiel in einem alten Basic-Betriebssystem Windows dort rein. Versuch es. Und du wirst merken, du hast keine Chance. Weil der Kleine ja so arrogant ist und sagt dir falsch, totaler Blödsinn braucht man, macht dir überhaupt keinen Sinneskrampf. Das. Du hattest früher mal die Begriffe kleines Weltbild, also was man hier beobachten kann, wie auch jetzt, und das große Weltbild, alte türkische Menschen und so weiter, beschrieben. Und eben sagtest du, das kleine Weltbild sei genauso ausgedacht wie das große Weltbild und die alten Begriffe. Richtig, da habe ich dauernd, ich sage jetzt feinstofflich und real. Das heißt, sinnlich wahrgenommen, das sinnlich Wahrgenommene und das Feinstoffliche. Jetzt kippt es nämlich um, das sind Perspektivenveränderungen. Du musst immer eine, das ist eine sehr interessante Frage, in der Entwicklung. Ich habe gesagt, kleines Weltbild, großes Weltbild. Dann habe ich gesagt, das, ja? Ich habe das jetzt so aufgelöst in der Synthese. Früher erzählte er kleines Weltbild, großes Weltbild, schon mal gut. Und jetzt sagt er, du musst aus dem Nichts als Geist auch das kleine Weltbild beobachten. Das ist ein Schritt weiter, gut aufgepasst. Das heißt immer wieder die Stufe, dass du zuerst einmal, pass auf, ich mache jetzt nochmal diese 5. Wir haben, wenn du die 4x vor dich hinstellst, wir haben also das IUB, so ist es in den Schriften, genau genommen würde das heißen UB-Ich. UP ist verbundenes Wissen, rot geschrieben, also die Weisheit, die verbundene Weisheit ohne Fragmentierung, allumfassend. Das ist Gott, El Hayom, Gott das Meer. Das sind alle Wellen in einer Einheit. Die Unterschiede sind weg. Das ist UB. Im Regwem ist ja diese schöne Gedichtform, wo ich dann sage, Gott, El Hayom, ist vollkommen allein. Das will er nicht mehr sein. Darum denkt er sich einen Sohn, dass er dann und wann wie jeder Vater mit seinem Sohn spielen kann. Jetzt entsteht dieses JCH, Jesus Christus, der Gottessohn. Der ist aber eins mit dem Vater. Das heißt, im Laufe des Lebens meiner Prozesswährung habe ich erkannt, dass ich eins mit dem Vater bin. Dadurch wurde dieses JCH selbst zu diesem Nichts, zu dem Geist, der Raum und Zeit bereisen kann. Jetzt bin ich aber wieder allein und jetzt mache ich dich. Das heißt, so wie ich das Kind von UB bin, von El Hayom, bist du das Kind von mir. Das sind meine Geistesfunken. Weil ich dich jetzt ausdenke und jetzt machen wir, weil das jetzt gerade schön passt, die Sache mit den Tetraeder, das sind sehr, sehr tiefe und vor allem arithmetische, zahlentechnische Symbole. Dieser blaue Mensch, wie sieht's denn aus mit unserem Beamer hier? Hinstellen. Seid so nett. Oder machen wir dann eine Pause kurz. Ich erkläre das ganz kurz noch, lasst doch mal das nur in 5 Minuten. Ihr denkt euch hier Tetraeder. Tetraeder ist der Vierseiter. Wir haben, das geht dann mit den Spiegeln, du brauchst, um Holofeeling zu verstehen, viele Einzelelemente, die ganz leicht zu lernen sind. Das ist ein intimer Akt und du wirst nur noch lächelnd durch die Welt laufen. Du wirst staunen, das wird dir den Atem rauben, weil alles perfekt ist. Das ist früher, wo du so einen Halt gekriegt hast oder Angst gekriegt hast, lächelst du bloß noch. Das ist wie unter Drogen. Ich könnte jetzt genau genommen sagen, du wirst, was deine ausgedachte Welt anbelangt, vollkommen apathisch. Das ist nicht leidend. Das ist übrigens genau der Zustand, wenn du das jetzt als Raube hast, als Trockennasenaffe und du gehst zum Arzt, dann sagt er, bei denen ist was nicht in Ordnung. Wenn einer apathisch ist, ist er krank. Wenn einer nur apathisch da sitzt, ist er nicht ganz in Fachen. Weil das ist doch nicht normal, dass man nicht leidet, dass man nicht reagiert, dass man kein Mitgefühl hat. Das ist übrigens Sympathie. Sympathie heißt eigentlich Mitleid. Ich sag, hört vollkommen auf zu sympathisieren. Es ist die größte Falle, die es gibt, weil es geht keinem, mit dem du mitleidest, deswegen besser. Empathie ist nun mal was anderes, dass ich mich reinversetzen kann, aber dieses Leid, das ich jetzt nachvollziehen kann, erlebe ich ja nicht selber, sondern ich kann das durchaus mir vorstellen. Wenn du Zahnschmerzen hast, kann ich mir komplett vorstellen, wie sich das anfühlt. Aber wenn ich jetzt mit dir mitleide, geht es dir deswegen nicht besser, das hilft ja nicht. Ich versau mir mein eigenes Leben. Und das führt uns, ich schiebe es noch ganz kurz rein. Wenn jetzt wieder Weihnachten kommt, wird ihr zugeschissen in euren Traum mit Spendenaufrufen. Es ist schon mal der Blödsinn, weil da außen keine Welt ist. Auch Tierschutz. Es ist gegen göttliches Naturgesetz, dass du irgendeine Erscheinung, die
in dir auftaucht, über einen längeren Zeitraum am Leben erhalten willst, schon aufgrund der Tatsache, dass es ständig wechselnde Bilder sind. Du leidest schon einmal an den Glauben, dass du meinst, da außen ist eine Welt, auch wenn du nicht dran denkst. Und auch hier braucht man die ständige Verwandlung. Es ist ungefähr so, wie wenn du sagst, ich will, dass der Säugling immer Säugling bleibt, weil der so süß ist. Aber dass du natürlich dann jeden Morgen die Scheiße wegrammen täufst, was das Problem hast mit dem Sechsjährigen nimmer. Wie war das, Matten? Insider Bescheid. Aber was ist denn dieses Leid, wenn ich dieses gar nicht mehr so empfinde, wenn es weg ist? Du bist der Erste, der es mitkriegt, wenn es wirklich weg ist. Ja. Worauf ich jetzt hinaus will, dass die Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Und ich mache jetzt, schiebe ich, bevor ich den Kegel kurz erkläre. Ihr wisst, wir denken jetzt wieder normal raumzeitlich auf eure Logik, das betone ich, also so wie ihr ein Leben lang jetzt gedacht habt, ihr geht durch eine Fußgängerzone in der Stadt und mittlerweile ist es ja in Mode, dass hier mit Bussen Bettlertrupps angeschaut wird und umso erbärmlicher einer aussieht, umso mehr Geld verdienen die. Die werden jetzt hier in den Fußgängerzonen ausgestreut. Wir können auch Brot für die Welt, egal was es ist. Was natürlich hier krass ist, ist, wenn du an richtig, richtig armselig da sitzt, und du läufst jetzt, du gehst gut, super, geht's mir gut und plötzlich siehst du denn. Und dann kriegst du einen Mitleidsschock. Und jetzt ist es, wenn du Geld gibst. Du musst jetzt absolut selbstehrlich sein. Ich sage immer und immer wieder, du kannst die anderen belügen. Du kannst dich selbst belügen. Das ist übrigens, dein Ego ist ein Weltmeister in der Selbstlüge. Aber du kannst mich nicht belügen. Es ist mit den Wellen wie mit einer guten Buchführung. Du magst viel Scheiße und du magst gute Sachen. Und letztendlich muss das ausgeglichen werden, wie die Bilanz. Jetzt ist aber, ich will jetzt der Genauigkeit halber nicht verschweigen, dass ich jetzt mit Scheiße nicht, eins meiner Lieblingswörter ist Scheiße, was übrigens englisch Shit heißt und She heißt Geschenk. Shit ist eine von mir geschenkte Erscheinung, darum ist die Scheiße auch ein Exkrement, etwas aus dir heraustretendes, existierendes. Existere heißt herausdrehen und auftauchen. Das heißt, alles, was existiert, ist eine Gedankenwelle, die aus dir heraustritt, die kann dich aber nicht verlassen. Meinst du, dass das Känguru in Australien, das jetzt die ganze Zeit wieder nicht da war, dass das ohne dich geben würde? Jetzt schau in dich rein und schau, was du glaubst. Es ist immer nur das, was du denkst. Und wenn du es nicht mehr denkst, fällt es wie eine Welle wieder in dich rein. Drum ist auch im Hebräischen, sind die Wörter immer bauweise. Das heißt, nahezu alle Wörter, die hier zerstören heißen auch vervollkommnen. Das ist Shiva, der höchst angebetete Gott im Hinduismus. Der Zerstörer, der Griech. Am meisten beten eigentlich die Hindus den Griechen. Wieso? Weil das der Erneuere ist. Dass du das neue Leben, die neue Welt, die geistige Welt nicht betreten wirst, bevor du das, was du jetzt zu sein glaubst, aufgegeben hast. Und du musst dabei nichts tun, weil du bist ja bloß das Kino, in dem der Film läuft. Wenn wir jetzt so einen Bettler sitzen sehen, du siehst es, du bist gut drauf. Ich mache mal eine raumzeitliche Geschichte, wie ich 1981 oder was das erste Mal in Asien war. Da gehe ich durch so ein einheimischen Viertel und dann gehe ich um eine Ecke rum und dann sitzt du ein Kindesbettel. Das juckt ja nicht, die sitzen an jeder Ecke. Aber was ich noch nie gesehen habe als Udo in dem Buch, in dem Traum, das war ein Kind mit einem Wasserkopf. Auch Leute, wenn ich jetzt kriege eine Gänsehaut, ich bin ja so Mimose, nicht? Ich lasse mich da immer voll reinfallen. Ich genieße meine Filme. Euch, wenn ihr einmal ein Kind mit einem Wasserkopf seht, das Ding hat ausgeschaut, so wie die, wie heißt das, der dritte Krieg, Star Wars, so, die Aliens, so einen Kopf und ein ganz kleiner Körper, das war so bizarr. War ich total completely shocked. Und jetzt ist es in dem Anflug, gibt man natürlich was. Jetzt ist aber, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man sich selber erkennt, ich frage dich, jetzt hast du was gegeben, weil du dem helfen willst? Oder dem Bettler an der Straße, gehen wir wieder zurück nach Deutschland. Gibst du, weil du dem helfen willst? Und ich werde dir ganz ehrlich sagen, jetzt bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen. Wenn du jetzt sagst, ja selbstverständlich, sonst würde ich doch nichts geben. Das ist vollkommenes Unbewusstsein. Du fühlst dich gut, ich lasse in dir, in deinem Traum ein Bild auftauchen. Und dieses Bild löst aufgrund eines Interpretations- und Werteprogramms, das du dir nicht aussuchen konntest, ein Scheißgefühl aus. Und in dem Moment, wo du jetzt was gibst, du wirst übrigens bloß was geben, wenn es dir richtig packt. Wenn da hier irgendein unscheinbarer Dotten ist, der dich jetzt kalt lässt, gehst du weiter. Das heißt, du brauchst dieses
Unwohlsein, das wird durch ein Bild ausgelöst oder durch was auch immer, vielleicht willst du bloß deine Ruhe haben, das ist auch ein Unwohlsein, das dich nervt, gebe ich halt und dann habe ich es weg. Wenn dann die klingeln an der Haustür, wir sind von der Caritas. Es geht ja nicht einmal ums Geld, es nervt. Pass auf, du versuchst dir mit dem Geld wieder ein Wohlsein einzukaufen. Du magst es nur, weil du dich gut fühlen willst. Du willst dich wieder gut fühlen. Es ist Ego. Es ist nicht hier in irgendeiner Form Altruismus, den du hegst. Ich habe schon in einem der Bücher, sage ich, Franz von Assisi, der als Bilderbuch Altruist gilt, zur Selbstlosigkeit. Wenn du das durchschaut hast in dieser Geschichte, ist es genau andersrum. Ich habe dir doch gesagt, alles, was du mit deiner Logik als richtig ansiehst, was zurzeit deine derzeitige Logik, die du zum Denken benutzt, als vollkommen logisch richtig siehst, setzt im selben Moment eine Kehrseite, das ist das, was du verkehrt ansiehst. Und die geistige Welt ist eben genau das Jenseits von deiner jetzigen Welt. Das heißt, wenn du jetzt meinen Gedankengang mitgehst, folge ich, nehme ich dich an der Hand und ich führe dich nur auf die andere Seite und dann wird genau das, was von dir aus jetzt gesehen rechts ist, ist von mir aus gesehen links. Das ist dein Programm, das schaust du einfach an. Das ist für mich jetzt sekundär, mir geht es um die reine Funktion. Und das ist natürlich jetzt bei Franz von Assisi, dieses Bilderbuchbeispiel, habe ich in einem Jahr zigfach erzählt. In der klassischen Theologiegeschichte ist es ja der, kommt aus einem sehr reichen Elternhaus und jetzt irgendwie tun ihn die Armen und die Bettler, tun ihn leid und er zerstreitet sich sogar hier mit seinen Eltern und er leidet sich, er geht voll von dem, ich sag mal, von den Kaschmirkissen und den Seidenbetten weg und geht zu den Armen und opfert sein Leben, um den Armen zu helfen. Das ist Selbstlosigkeit, Selbstverzicht. Sorry, oberflächlich betrachtet ist das richtig. Wenn du in das Programm reingehst, haben wir genau dieses Phänomen. Er wird mit einem Bild konfrontiert und er hat eine Logik und dieses Bild löst in ihm Mitleid aus. Er leidet mit. Und wenn du wo mitleidest, infizierst du dich in einem gewissen Maß und dann willst du helfen. Aber du wirst feststellen, das ist nur, weil er eigentlich sein eigenes Leid bekämpft. Das, was du anderen tust, tust du mir, dir selbst, im Positiven, im Negativen. Und ihr müsst immer mitschwingen lassen, wir wollen überhaupt nichts an dem Führerscheinprüfungsbogen, an den Traum verändern. Du bist, ich sage immer wieder, zur Zeit ein Kino, genau genommen bist du die Lampe im Projektor. Das ist das Ich, das rote Ich bin. Diese Lampe im Projektor flackert nicht. Ich kann mit derselben Lampe, mit demselben Ich bin, unheimlich verschiedene Leben durchleben. Jedes einzelne Leben, das Leben, wo du zurzeit als Geistesfunk mittendrin steckst, das ist ein Buch in meinem Bücherregal, das ich schon gelesen habe. Ich gebe mir größte Mühe, dass du das nicht merkst. Darum mache ich immer wieder den, jetzt wenn ich als Udo in dir auftauche, meine ich. Das ist ja, wenn der doch alles weiß, das ist immer alles unheimlich logisch, das ist aber nicht geistreich. Ich denke wesentlich weiter, dass sich euren Denken vollkommen entzieht. Mein einziges Bestreben ist, dich Geist wach zu machen. Und lese, ich bin du schon am Anfang, wenn dein Menschensohn ist nur ein Wegweiser. Denk dir die Klasse, du bist auf einer Straße, du fährst rum, du hast dich fördert und jetzt taucht der Wegweiser auf. Wir können noch ein wenig krasser gehen, wir sagen, Autobahn, groß, vor einer Autobahnkreuzung, haben wir diesen Wegweiser und der Wegweiser sagt nicht, wo du hinfahren sollst. Er erklärt dir nur, was jetzt ist. Wenn du links fährst, kommst du dahin, wenn du rechts fährst, kommst du dahin, wenn du geradeaus fährst, kommst du dahin. Das musst du selber entscheiden. Ich sage, der Wegweiser werde ich auch nicht, wenn es ein einzelner Wegweiser ist, Ausfahrt aus dieser scheiß Traumwelt, wach werden. Wenn du sagst, so ein Blödsinn und fährst dran vorbei, ich habe sehr, sehr viele Leben gebraucht, weil ich meinte, ich muss die Deppen retten. Die gewaltsam glücklich machen, ist alles einmischen, das lässt du irgendwann einmal weg. Ich bin nicht mehr müde, dir zu helfen als Wegweiser, aber nur hinweisen. Das heißt, wenn du auf mich nicht hörst, dann fährst du halt in eine andere Richtung. Du wirst schon schauen, wo du hinkommst. Im Kreis rum, immer wieder zu mir, ich werde immer wieder auftauchen, bis du auf mich hörst. Und das, was ist das Hören? Und jetzt ist dieser Wegweiser. Und das ist das Schöne gleich am Anfang von Ich bin du. Mein Menschensohn wird keine Wunder vollbringen, weil was nützt dir das? Pass auf, wenn du ein leichtgläubiger Sucher bist, der gerettet werden will, da wirst du zwanghaft anfangen, den Wegweiser anzubeten, wobei der Wegweiser bringt dich doch nicht hin, wo du selber hingehen musst. Wenn du prinzipiell dagegen bist, stochastisches Denken, kann ich machen, was du willst, du ziehst dann in mir einen David Copperfield, und deine einzige Logik ist damit beschäftigt, den Trick rauszukriegen, wie ich das gemacht habe.
in Bezug normale Zaubertricks, die ja gegen Naturgesetze sind. Und die sind oft extrem simpel. Ich werde jetzt, die nächsten zwei Tage, werde ich euch mit Wundern zuscheißen, dass euch schwindelig wird. Aber nicht, indem ich irgendwas schweben lasse oder was, sondern indem ihr ganz einfach mit einer, ich drücke es einmal so aus, was der normale Logiker sagt, das ist Zufall. Das ist das Schöne, die Naturwissenschaft ist alles, was er sich nicht erklären kann, ist Zufall. Hat er gescheit gehabt, dass das zufällig passt. Ich mache keine Wunde, ich scheiße euch so mit Zufällen zu, dass euch schwindelig wird. Sind diese zweieinhalb Tage privilegiert? Nein, jetzt heute zwei, heute Morgen, so wie es halt kommt, ist jetzt. Und jetzt, pass auf, dieser Kegel ist diese vier Stufen. Ich bin, ist rot. Jetzt das Ich, Bi, heißt der Geist, das ist die Lampe. Bi in mir kommt jetzt das Bin, dieses existierende Ich, das ist dein blaues Ich, das ist dein Programm. Denk einfach mit, wir haben die Lampe im Projektor. Übrigens, Ich und Bi ist die Energie. Diese Energie speist die Lampe, weder das eine noch das andere flackert. Jetzt haben wir das Ich Bin, das ist jetzt speziell, also die Projektionslampe, und da brauchst du untrennbar den Beamer. Übrigens ist euch schon aufgefallen, unser Beamer im Meer, das funktioniert nicht richtig. Darum bin ich ja da. Es gibt überhaupt keine Zufälle. Wenn ich gewollt hätte, dass es sofort funktioniert, das wäre ja langweilig gewesen. Das ist immer im Nachhinein, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Man kann jetzt muss ich zeitlich werden, ich kann euch eine Handvoll Leute, es sind nur eine Handvoll Leute, die jetzt das Leben vom Udo immer mehr oder weniger seit 20 Jahren mitverfolgen, und die sind mittlerweile, die sagen, es kommen die erst 15 Jahre später, was der vor 15 Jahren gesagt hat. Die immer wieder die alten Vorträge hören, die sagen, das ist so irre. Andrea zum Beispiel, die schreibt ja die auf und die sagt, wenn du das einmal im Überblick hast, in dem Vortrag von dem doch, hast du hier gesprochen, plötzlich schlägst du einen Haken, erzählst was anderes, und in dem Vortrag reiht sich das lückenlos aneinander, das ist wie verstreute Puzzlestücke bloß in einem höheren Komplex. Gibt mir sehr, sehr viel Mühe, um euch zu verwirren. Weil erst wenn ihr verwirrt seid, könnt ihr anfangen, euch neu zu sortieren. Das ist mein altes Beispiel wie mit einem Klettband. Wenn das Klettband ist unbeweglich, das seid ihr gefangen im Wissen. Was ich jetzt komme, ich reiße euch zuerst auseinander. Solange ihr jetzt in so einem leichten Schwebezustand seid, kann euch ausländern, aber dort dann noch relativ Materialismus, dann jetzt fällt er runter und dann seid ihr wieder neu in einer neuen Richtung verglättet. Die Kunst, die Leichtigkeit des Seins ist, in dem Schwebezustand zu bleiben. Also mit dem Gut und Böse hast du mich jetzt eben erfolgreich ein bisschen verwirrt. Weil eigentlich sagst du ja, und kann ich nachvollziehen, es gibt nur ein Gutes, nämlich wertfrei beobachtet. Die Trinität. Und jetzt sagtest du eben, wenn man mit diesem Pegel und Wasseroberfläche was Gutes tut, dann verursacht man gleichzeitig das Schlechte. Richtig. Und gibt es überhaupt außer wertfrei beobachten irgendwas Gutes, was wir tun können? Bisher habe ich mir gedacht, möglichst sehen, dass ich, ihr alles sind. Das heißt, uns so verhalten, ohne, du sagst, Kaufmannsdenken, dass wir uns alle fördern und in Harmonie leben, um eventuell von dem Hoch und Runter auf einer Ebene Du versuchst schon wieder was zu erreichen, was schon ist. Du versuchst was zu erreichen, was schon ist. Das ist das Problem, du kannst von oben nach unten sehen, aber um zu diesem Gut zu kommen, das ist im klassischen Sinn, haben wir diese fünf Stufen. Wir sind bei den Ich Bin, jetzt kommt das blaue Ich, das ist das Programm. Ich kann mit demselben Ich, darum betone ich, es gibt nur einen Geist, und das ist eben der Spiegeltunnel. Wir nehmen jetzt einmal von der Seite zwei Spiegel. Wir machen immer zwei. Ich sage, du brauchst einen Schlüssel und ein Schlüsselloch. Das ganze Sprachsystem, alle Metaphern aller Religionen bauen auf diese Symbolik auf. Zuerst einmal das, was immer ist. Das Meer. Ja. Die Rakia teilt in ein Oberhalb und in ein Unterhalb. Sechster Vers. Sechs auseinander. Okay? Und jetzt ist es, wenn du das verstanden hast, versuche ich das bildlich darzustellen. Ich beginne mit dem einfachen Spiegeltunnel. Wir nehmen einen Spiegel hüben, Spiegel drüben, und damit machen wir ein Kätzchen rein. Ein Licht. Und jetzt, wenn du so über die Kante schaust, brrrt, siehst du, jetzt ist natürlich die Spiegelsache selber. Wenn ich euch die Grundlagen sage, die jeder leicht nachvollziehen kann, wenn ihr neugierig seid, wird man zwei, drei Tage brauchen. Ich spreche immer so an, aber das geht immer wieder, es gibt einen Heureka nach dem anderen. Was jetzt wichtig ist, wenn du über den Dingen stehst, denk an unser Globalbewusstsein, siehst du, dass da bloß ein Licht ist.
Das ist jetzt die Quintessenz, das ist das Fünfte. Und alle anderen Lichter, wenn ich von oben drauf schaue, sind die ja gar nicht da, es gibt nur das Licht. Erst wenn ich die Position verändere und schaue dann rein, sehe ich gequantelt Licht, das sind Photonen, ich nenne das Geistesfunken, von meinem Geist. Sind Licht und diese Lichtteilchen, die Photonen, sind die Geistesfunken von meinem Geist. Wenn die jetzt euch interessiert für Physik und wir gehen in Physikbücher, ich sage so auf gut Fränkisch, euch haut sie einen Vogel raus, das steht alles in den Formeln drin, hochpräzise arithmetisch, das lassen wir unangetastet. Was die Physiker an den Unis euch erzählen, was das bedeutet, ist das hier. Einfach, sie geben eins zu eins wieder, was man ihnen erzählt hat. Das war zu allen hier und jetzt ausgedachten Zeiten war das schon und es wird auch immer so sein, auf dieser Ebene, die du schlagartig verlassen kannst. Wann kannst du endlich aus der Scheiße raus? Wann denn sonst? Wie lange dauert es noch bei mir? Und ich sage dann immer wieder, pass auf, nicht einmal ich, Gott kann dir sagen, wie lange das bei dir noch dauert, weil ich dir die Freiheit gegeben habe, dass du das selbst entscheiden darfst. Eins kann ich dir aber als Gott garantieren. Wenn du meinst, es passiert morgen, übermorgen, wir können auch für diese Befreiung des Sterben nennen. Wenn du glaubst, es passiert morgen oder übermorgen oder wann in der Zukunft, wirst du bis zum Nimmerleinstag warten. Es gibt bloß jetzt. Darum sage ich, sorge dich nicht um morgen. Das ist aber ein Mechanismus in dir, dass du dir das Einzige, was existiert, nämlich das Jetzt versaust. Und zwar versaust du dir mit deinen Gedanken an morgen, wo nie irgendetwas sein wird. Ich weiß ja nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, aber heute ist morgen gestern. Ja, das könnt ihr trennen, wenn ihr wieder wollt. Es ist so. Du hast uns doch nicht mal erzählt, dass in der ausgedachten Vergangenheit wir so viele Mist-Scheiße gemacht haben, die uns jetzt wieder eingespielt wurde und die wir alle. Es wiederholt sich. Du bist, bis du Scheiße frisst. Ja. Du musst, Gott ist alles. Du merkst jetzt schon das Esse. Das lateinische Esse ist es sein. Es ist auch ein Gericht, es führt uns zur Mensa. Mens steckt das Wort Mens, ist es Denken. Mensa heißt übrigens auch Essen, weil dein Denken ist das Handeln, das Sein, das Tun, heißt auch Gericht. Und jetzt haben wir immer wieder, dass das Essen, das Esse, was ja zum einen das Gericht ist und zum anderen das Essen ist, ist aber nicht auch ein Gericht, irgendeine juristische Sache von Urteilen. Das Gericht ist bereitet, heute ist der Jüngste doch. Heute ist der 18.08.2015. Ich behaupte, nein! Heute ist der 3. Elul 5775. Werde ich euch beweisen, heute ist wirklich so. Heute, nochmal, ich wiederhole, heute ist der 3. Elul 5775 nach dem jüdischen Kalender. Gestern, ganz großer Tag, 2. Elul, und da schauen wir uns dann, da wird das erste Wunder, da starten wir die Wunder ein, die ich euch versprochen habe. Und da versuche ich euch zu zeigen, auch wenn ich so unscheinbar dastehe und so unscheinbar du, jeder Gedanke, jede Kleinigkeit, die hier passiert in deinem Leben, ist von mir geplant seit Äonen. Mach deine Logik aufschreien, mach ihr das passen oder nicht passen, es ist bestens eingerichtet, bloß ich überblicke einen wesentlich größeren Zeitraum. Das sind dieser berühmte Schmetterlingseffekt, oder Schmetterling, ja, die Psyche ist der Psycheneffekt, dass das, was du hier im Kleinsten tust, schaukelt sich in einer Zukunft in eine komplett andere Welt auf. Was du jetzt noch gar noch nicht ersehen kannst, das ist einmal der Schmetterlingseffekt aus einer anderen Perspektive. Und das Einzige, was ich fordere von dir, Geisteswungen, das ist wirklich das Einzige. Die absolute Präsenz bemühe dich dir jeden Moment, vor allem wenn du merkst, du driftest aus der Bewusstheit heraus, dass du dir bewusst machst, was ist jetzt. Ganz großes, kleines Weltbild, das heißt, ich drücke es jetzt moderner aus, mach dir bewusst, was sehe ich jetzt sinnlich. Das heißt, das sinnlich Wahrgenommene ist rein auf die Optik bezogen, ist das, was sich in meinem Gesichtsfeld befindet. Das heißt jetzt, pass auf, ihr seht jetzt in eurem Gesichtsfeld den Udo, okay? Ich sehe vom Udo bloß die Arme. Jetzt ist interessant, das Gesichtsfeld, wo sich vor mir aufspannt. Ihr seht die Arme immer noch. Bei mir sind die jetzt weg, ich sehe sie nicht mehr. Übrigens. Jetzt kommt wieder so eine Erinnerung in mir hoch. Aber das ist weg. Ich sehe es doch nicht mehr. Ich kann es mir denken, es ist aber nur feinstofflich.
Das ist der göttliche Humor. Wenn du verstanden hast, um was es geht. Und es ist nicht kompliziert, es ist immer wieder diese Frage, oh, das begreife ich ja nie. Oh, das kann ich ja nicht. Mein Professor Rainer, ein schönes Beispiel in seinem das erste Zusammentreffen mit Udo, ich habe das zigmal erwähnt. Das sind so Lernprozesse, wo du hast. Wir sitzen bei der Inge auf dem Balkon, es ist jetzt einfach Worte. Dran denken, mach dir bewusst, du hörst Worte und diese Worte waren einfach eine kleine Geschichte der Vorstellung in dir aufbauen. Im Anfang war das Wort. Und wenn ich dort Details erzähle, das sind dann vierte Klasse, wo ich immer, ich sag was, das war ja ganz am Anfang, ich sag zu ihm was und dann ist die Elke seine Frau und dann sagt er, Elke, das habe ich doch hier heute Morgen gesagt, dass das so war. Und dann erkläre ich wieder was und dann sagt er wieder, du, das war vorige Woche, habe ich dir doch erzählt, dass ich das gedacht habe und er hat es gar nicht mitgekriegt. Und dann schaue ich ihn an und das erste, was ich sage, ist dir schon aufgefallen, dass ich dir doch behauptet habe, ich weiß alles, was du denkst. Ich sage ihm was und er erklärt seiner Elke, dass er das doch hier morgen gesehen hat oder dieses gesehen hat. Das hat sich dann bei ihm ja eh rausgetan. Du kennst seine Visionen. Ich habe zum Rainer mal gesagt, geht gut in Rainer übrigens jetzt, sehr, sehr gut. Ich habe zum Rainer gesagt, pass auf Rainer, du bist einer der ganz wenigen, den ich wirklich jetzt als Mensch Beweise gegeben habe, dass ich der bin, der ich bin. Ich sage das jetzt, ihr könnt es glauben, schaut mich an. Einfach nochmal, der Udo, sorry, ist unwichtig, aber der Geist, den du zuhörst, das ist, ich lasse dich entscheiden, was du von dem Geschmarri, wo ich dir erzähle, ob du das glaubst oder nicht. Wenn du sehr aufmerksam zuhörst, wirst du feststellen, so blöd ist das nicht. Weil ich nämlich bloß von Fakten rede. Dass egal, was in deinem Leben Fachleute dir bisher erzählt haben, egal, was die dir erzählen, das zwingt dich blind zu glauben. Dass da jetzt zum Beispiel Moleküle drin sind. Und ein Molekül, das da drin ist, ein Wassermolekül aus zwei Teilen Hydrogenium-Wasserstoff. Hydrogenium, wir können nochmal dann das Periodensystem durchgehen, das ist reines Holofeeling. Und Oxygenium ein Teilchen besteht. Pass auf, wenn dir das nicht einer vorher erzählt hat, ich rede jetzt normal, das kann man nicht entdecken. Das heißt, alles, was hier entdeckt wurde, die sagen dir ganz genau, wer die Lichtgeschwindigkeit gemessen hat. Der erste Versuch, der zweite Versuch. Ich nehme euch ein paar Bonbons nicht weg. Alles Wissen ist in euch drin. Und wenn das in euch auftaucht, es ist wohlgemerkt hierarchisch. Es ist hierarchisch in euch drin. Aber ihr arbeitet immer noch mit diesem Phänomen der Vergangenheit. Was übrigens nicht schlecht ist, wenn man es bewusst macht. Es macht dich zu einem Gott, dass du einen hier und jetzt gedachten Gedanken um dich herum komplett zu einer Welt aufspannen kannst, zu einem Universum, was genau genommen das heißt. Und der Raum da außen, das sogenannte Volumen, wo die Deppen permanent dann hier die Leere erzeugt, das Vakuum. Hochinteressant, wir gehen dann immer wieder in Latein rein, dass das Wort Vakuum, wo jeder mit Raum anzieht, dass das Wort Vakuum überhaupt nicht in keinster Weise irgendwas, das ist leer. Aber das Volumen, dieser Raum jetzt als Ding an sich, wenn man den leer macht, dass das Wort Volumen gar nicht Raum heißt. Das lateinische Wort Volumen heißt kreisen und rollen. Volvere. Kommt auch die Evolution her. Und dass das, was die denken, was leer ist, gar nicht leer ist, weil, aber da kommen wir später nochmal drauf. Und das Wort ist einfach, klingt nur so kompliziert und ich komme zu meinem Rainer zurück. Ich sitze auf dem Tisch und jetzt was genau auf, ihr macht lange genug Holofeeling. Genau in dem Schemenblatt Papier und dann sage ich, pass auf Rainer, die hebräischen Zeichen sind auch Ziffern. Die hatten damals jetzt gedacht, keine Ziffern. Das heißt, ein hebräisches Schriftzeichen ist zum einen ein Symbol, dann ist es eine Ziffer, was jetzt neu dazu kommt, dass Ziffern nicht unbedingt Quantitäten sind. Und es ist ein Laut, meistens ein Konsonant. Und ich sage jetzt, wenn wir das jetzt einmal nur als Zahlen lesen, ich mache ja umgekehrt, dass ich die Formeln dann umsetze in Zahlen, auch bei den ganzen Physikbüchern, du wirst merken, es passt lückenlos. Ich habe einige Physiker, die haben die Sachen hier 200 Stellen nach dem Komma nachgerechnet, die sagen, das ist unglaublich. Aber wir bleiben einmal in der klassischen Kabbala. Und das ist das einfache Beispiel. Ich schreibe dann ein Aleph hin und ein Bet hin. Und da sage ich, pass auf, im Hebräischen ist das als Ziffern gelesen, die 1 und die 2. Und das ab spricht man ab oder af aus, das heißt vorder. Wenn ich jetzt die Zahlen anschaue, ist das 1 und 2, die Aleph und das Bet. Das ist 3. Und nachher schreibe ich ein Aleph und ein Mem. Und dann sage ich, und das ist jetzt wieder ein Aleph, ist die 1 und das Mem ist die 40. Das heißt Mutter auf Hebräisch, kannst du im Wörterbuch nachschauen. Ist 41. Jetzt pass auf, interessant, wenn man den Vater, der ja als Gesamtwert die 3 hat, mit der Mutter, die die 41 hat, zusammenzählen,
dann gibt es 44. Und jetzt schau mal nach, was in der Bibel drinsteht, was im Wörterbuch drinsteht, was Kind heißt. Ilet ist I, ist 10, L ist 30, D ist 4, ist 44. Ist interessant, wenn ich die Zahlen von Vater und Mutter 3 und 41 verbinde, gibt der Wert genau den Zahlenwert vom Kind. Habe ich jetzt wieder gescheit gehabt, dass das zufällig passt. Nein, das ist ein Computerprogramm. Und genau in diesen Worten habe ich das dem Rainer erzählt. Der ist jetzt da, der schaut zu, der sagt nichts. Jetzt zeitlich gesprochen, dreiviertel Jahr später oder was hat er? Er hat ja dann geschrieben, seine Memoiren, dieses erste Zusammentreffen mit dem Udo. Hat er übrigens beim Gehen, hat er dann gesagt, das ist der imposanteste Tag, wo er jemals in seinem Leben erlebt hat. Dieser Abend hat ihn total weggeflasht. Aber in seinen Memoiren hat das von seiner Perspektive folgendermaßen ausgeschaut. Der redet laufend davon ein, gut, das lasse ich noch gelten, dann schmiert er irgendwelche komische Zeichen auf ein Blatt Papier und quatscht, wo keiner mitkommt. So hat er das empfunden. Und jetzt pass auf, das Problem war, ich habe ihm damals nicht die Sache mit den Quadraten mit drei Strichen vorher erzählt. Dass hier auch bei euch 90, vorsichtig geschätzt, 90% von dem, was ich zwischen den Zeilen miterzähle, wo ihr sofort versteht, aber nur dann, wenn ihr dieses permanente selber interpretieren und selber weiterdenken, ausgelöst wird. Und das könnt ihr ja nicht steuern. Also nochmal, wenn ich jetzt die Deppenphysiker sage, ich habe eine tiefe Achtung vor meiner Schöpfung und ich werde niemals irgendeinen Geschöpf, das ich mir ausdenke, das ich erschaffe, vorwerfen, dass es so ist, wie ich es mir ausdenke. Also das heißt, ich werfe einen Regenwurm nicht vor, dass er nicht fliegen kann und einen Löwen werfe ich nicht vor, dass er kein Gras frisst. Es muss jeder so sein, wie er ist. Es ist eine Figur in einem Traum. Schau die Selbstgespräche und ein Pinsel malt ein Bild. Der Pinsel kann sich nicht raussuchen, was er malt. Das ist aber jetzt das letzte Mal, dass ich es erzähle. Und der träumende Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Alles, was der Pinsel malt, ist so, wie es der Pinsel malt. Alles, was der Geist träumt, ist so, wie es der Geist träumt. Das ist also hier und wichtig ist jetzt, jetzt kommt diese höhere Ebene. Du musst jetzt begreifen, dass der Einfallspinsel, der du als träumender Geist bist, dem Geist, der mir jetzt zuhört, schon symbolisch du selbst als träumender Geist was Ausgedachtes ist. Wir stellen das jetzt vor uns hin, du denkst an dich als träumender Geist, du denkst an die Bilder, die in deinem Kino in einem ständigen Wechsel auftauchen, die aus dir kommen, was ist die Ursache für diese Bilder? Beim Pinsel ist es der Maler. Und bei dem träumenden Geist ist es das Programm der Intellekt, der im Hintergrund ist. Sobald du dich jetzt erhoben hast wieder, denk auch an die Kugel, dass dir das klar wird, dass du nicht das bist und schon gar nicht hier auf der Leinwand der Körper, den du dir ausdenkst. Kannst du den Film normal weiterlaufen lassen? Das heißt, was hier von dir erlebt wird in dem Traum, in der virtuellen Welt, und kannst parallel dein Wertesystem, dein Intellekt, du musst dir deinen Intellekt bewusst machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und bewusst machen heißt, hüte dich, dich irgendeiner Form dieses Wissen verbessern zu wollen. Dann bist du nämlich schon wieder mit was nicht einverstanden. Du willst einen Charakter in deinem Traum verändern. Dass ich immer wieder sage, ob du eine Märchengeschichte liest, du wirst in keinster Weise das Bedürfnis haben, die Hexen zu Heilerinnen, zu Guten machen zu wollen oder in einem Krimi die Verbrecher wegmachen zu wollen. Du zerstörst damit den Krimi. Es ist Unterhaltung, Leute. Es ist just for fun. Unsere Griechenland-Krise macht dann Heidenspaß, wenn du das Geistreich siehst. Und es ist unendlich tiefsinnig. Wir können einen Tag bloß über was sollen wir das sagen? Es ist weit davon entfernt, ob man dafür oder dagegen ist, sondern dass du zuerst einmal ein Gefühl kriegst für Zahlen. Morgen im Herwig schon gemacht. Das kann man alles machen, wenn du dich informierst. Das ist natürlich die Frage, wo holst du deine Informationen her? Aber all das wird sekundär. Es geht um was ganz was anderes. Das ist das Verrückte dabei. Und das ist das Spiel, das spielst du mit dir selber und du musst es eigentlich nur geschehen lassen. Noch einfacher kann man es eigentlich machen. Die Schwierigkeit ist nicht, dass das passiert, was passiert, sondern dass du viele Sachen nicht haben willst. Im Kino haust du die Chips rein. Das ist immer wieder im Videospiel. Vergisst du dich schon, als Kind im Videospiel bist du nur der. Weil du ja glaubst, du bist der, den du dir ausdenkst in dieser virtuellen Welt.
Und das, dieses Reaktionssystem, wenn du jetzt dich eins drüber hebst, kannst du dir ganz, ganz bewusst machen, darum sage ich immer wieder, und jetzt schau in dich rein, was dir dein Ego, deine Logik einredet, was die Wirklichkeit ist. Wir haben jetzt geschaut, was jetzt Fakten sind, was wirkliche Fakten sind, was jetzt da ist, und jetzt schau mal, was du glaubst. Klingelingeling. Und jetzt konstruierst du eine Vergangenheit. Es ist alles, was auftaucht, jedes Video, das ich euch zeigen werde, das in euch auftaucht, kommt hier und jetzt aus euch. Da die Sänger, die hat dieses und jenes gemacht. Ist ja logisch. Der ganze Schwachsinn mit Geld, der größte Wahn, den es überhaupt gibt. Ihr seid tiefgläubige Menschen und wenn ich Gott definiert, das, was euch am Leben erhält, ist das Geld. Und dann mögen die noch so sehr in die Kirchen rennen, die ganzen Kirchenfeste, es geht um Geld und nochmal um Geld und nochmal um Geld. Das ist der Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Ich sage nicht, dass das verkehrt oder schlecht ist. Es ist ein riesengroßer Fehler. Wie viel Scheiß muss ich euch noch einspielen, bis ihr das merkt? Und jetzt ist natürlich immer die anderen schuld. Nee, ich habe ja nichts zu sagen. Stimmt doch, was kann ich machen? Das müssen doch die Politiker. Was habe ich schon zu sagen? Ich sage, du Depp, du bist der, der sich's ausdenkt. Du bist der Oberboss. Habe ich einen Einfluss drauf, wie du mich ausdenkst? Ich kann jetzt einen anderen bringen, der sagt, oh, du bist ein Riesenarschloch. Und ich sage dann immer, stimmt. Bin ich auch. Bin ich auch. Sonst wäre ich ja nicht vollkommen. Jetzt lass mal, machen wir Pause.